Hallo, ich bin Nico von der Ikonenschmiede und das ist der Kunstverkaufen Podcast mit Episode 239, dem Kunstmarketing-Podcast, bei dem du als bildender Künstler endlich verstehst und lernst, wie du dich ehrlich vermarktest und deine Kunst direkt und ohne Umwege an deinen Traumkunden verkaufst. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns. Ihr habt es vielleicht auch schon kommen und hören sehen. Ich habe schon mal angekündigt, es wird etwas Besonderes geben und das ist heute auch der Fall. Heute haben wir einen sehr, sehr talentierten Gast bei uns und zwar Anna Kott, die ich heute auch interviewen darf, eine Künstlerin aus unserer Ikonenschmiede-Akademie, die einige Geschichten zu erzählen hat darüber, wie man Kunst vermarktet, wie man natürlich auch den Kontakt zu Kunden hält, wie man trotz aller widrigen Widerstände und Herausforderungen es trotzdem schaffen kann. Und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, diese überaus talentierte Künstlerin Anna Kott heute interviewen zu dürfen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, Anna. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es ist eine ganz große Freude, dabei zu sein. Das freut mich auch sehr, dass du Freude daran hast. Dann ist das alles umso schöner. Und ja, ich würde einfach schon mal das Gespräch mit einer ganz wichtigen Frage beginnen. Die Frage aller Fragen. Und zwar, liebe Anna, was ist deine künstlerische Intention? Meine künstlerische Intention ist Transformation. Es bedeutet, die geliebte Routine zu hinterfragen, sich trauen, in das Unbekannte zu gehen und sich neu zu erfinden. Das hört sich auf jeden Fall nach sehr viel, das hört sich nach sehr viel Erfahrung an, nach sehr vielen Geschichten, die wir vielleicht heute auch uns genauer ansehen können. Jetzt natürlich die Frage, war das denn schon immer so? Hattest du schon immer so diese Intention? Wie kann man sich deine künstlerische Zeit vorstellen, die du vielleicht vor der Ikonenschmiede-Akademie so absolviert hast? Ja, es hört sich vielfältig an und ich habe Tatsache eine ziemlich lange Erfahrung. Ich male seit der Kindheit und Malerei war mein Startpunkt und dann hatte ich eine künstlerische Ausbildung gehabt. Ich bin in ein Gymnasium gegangen, Kunstgymnasium, habe diverse Sachen gelernt. Und dann später zu einer Hochschule, Kunsthochschule, dann später noch, das war in Krakau in Polen. Und ich habe Malerei studiert, Zeichnung und noch zusätzlich Grafik, speziell Plakat. Dann später bin ich auch nach London gegangen, da hatte ich auch studiert, hatte mein Stipendium und dann habe ich halt so die Erfahrung im grafischen Bereich noch vertiefen können. Wie ist denn, wie kann man sich das vorstellen, dass man einfach meinetwegen sein Gymnasium macht? Ne? Ich wollte ja auch selber mal Kunst studieren, habe es dann leider nicht gemacht. Wer weiß, vielleicht auch ganz gut so. Aber man begegnet ja vielen Widerständen, wenn man so den Traum hat, Künstler zu sein oder Künstler zu werden. Und jetzt hast du auch noch den akademischen Hintergrund dir angeeignet. Wie waren denn so die ersten Rückmeldungen, als du davon erzählt hast, okay, ich oder einfach verkündet hast, ich werde jetzt Künstlerin, komme, was wolle? Ja, also so wie du sagst, alles fängt mit einem Traum an. Und mein Traum war immer, so Künstlerin zu sein. Und so habe ich mich auch gefühlt. Und ich habe gesehen, dass die Kunst einfach eine Form von der Kommunikation ist. Und dann hat sich einfach aus diesem Wunsch, haben sich einfach aus diesem Wunsch Sachen ergeben. Und die Schule oder die Ausbildung, das war natürlich auch so eine Etappe auf meinem Weg. Und ja, wie war die Reaktion? Also ich komme aus einer Familie, wo, also wir haben nicht so viel mit Kunst. Also mein Opa war Komponist, der, also deswegen habe ich auch so viel mit Musiker zu tun. Aber und meine Oma war Malerin oder Zeichnerin, aber sie hat das einfach hobbymäßig gemacht und sie könnte leider nicht studieren, weil der Krieg gekommen ist und so ist es. Also für meine Eltern und für meine Umgebung war das immer so, okay, die ist Künstlerin, aber es war immer so die Was, das ist das ein Beruf oder kann man davon leben? Das ist
immer so die, natürlich, und für meine Eltern ganz besonders, weil halt natürlich die Eltern wollen immer das Beste für die Kinder und dass man auch einen guten Beruf hat, dann, dass man da Sicherheit im Leben hat und was Vernünftiges macht. Ne? Ja. Und dann kommt natürlich Kunst. Und wie, was ist das, was bedeutet das, Künstler zu sein, was steht dahinter? Das passt irgendwie auch zu deiner Intention, ne? Zu der wir auf jeden Fall später noch kommen werden, der Schritt ins Unbekannte, damit Transformation möglich wird. Ich glaube, kein anderer Beruf hat so viele unbekannte Aspekte wie der Künstlerberuf. Einfach nicht zu wissen, woher kommt der nächste Kunde, was entsteht als nächstes, ne? Also welche Kunst entsteht als nächstes und dann beginnt man Kunstwerke irgendwie zu kreieren, von denen man gar nicht weiß, kommt das überhaupt an, will das überhaupt jemand, bin ich auf dem richtigen Weg, immer diese gewisse Unsicherheit. Jetzt natürlich auch während dem Studium bist du wahrscheinlich mit vielen Künstlern dann auch in Kontakt gekommen, hast wahrscheinlich auch dir Gedanken darüber gemacht, wie es danach weitergehen soll. Wie war denn da so der Austausch, was hast du da besonders gut mitnehmen können während dieser Studienzeit? Gab es bestimmte Mentoren und Leitfiguren, denen du vielleicht gefolgt bist oder auch Widersacher, die aufgetaucht sind, die deinen Erfolg mindern wollten oder wie auch immer. Wie war denn so diese Zeit? Wie waren deine Erfahrungen während dem Studium? Also in dem Studium könnte ich auf jeden Fall die Technik sehr gut lernen und ich könnte das Drumherum sehr gut lernen, also so die Geschichte, woher das kommt und so weiter. Es war wirklich, also das ist ganz toll, weil man hat Experten, man beschäftigt sich. Und es war aber schwierig, weil das Künstlerberuf halt in Polen nach meinem Studium, das war nicht so üblich. Und ich habe meine Diplomarbeit im 2001 gemacht, das ist schon ein bisschen her. Mhm. Und da sind meine Freunde oder so Menschen, die mit mir zusammen studiert haben, wir hatten da nicht so die Möglichkeiten und viele meiner Freunde sind einfach in ganz normalen Jobs gelandet, also die überhaupt nichts mit der Kunst zu tun hatten, weil natürlich das war die Existenz, also man musste halt sich, man bräuchte Geld, um zu leben und so weiter. Und für mich war das klar, also ich habe eine tolle Ausbildung, aber mein Wunsch ist, Künstlerin zu sein und zu leben. Und deswegen habe ich mich entschieden, nach Berlin zu gehen. Und das war das erste Abenteuer, weil halt ich hatte überhaupt keine Kontakte in Berlin. Berlin war eine komplett neue Stadt für mich. Und ich kannte nicht mal die deutsche Sprache und es war natürlich schon ein Sprung ins tiefe Wasser. Wie wird das denn kommuniziert während dem Studium, dass eigentlich jeder weiß, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, dass man von der Kunst leben kann? Wie wird es von den Dozenten kommuniziert? Wird darüber gesprochen? Was hat dich dazu bewogen, dann zu sagen, ja, ich gehöre jetzt zu der auserwählten Riege an Künstlern, die es tatsächlich schaffen können und ich gehe jetzt nach Deutschland und gehe meinen Weg und mache das? Wie wurde das aus welcher Situation heraus hast du diesen Entschluss gefasst, okay, ich gehe jetzt nach Deutschland? Und wie war diese Situation? Wie kann ich mir das vorstellen? Okay, also ich glaube, im Kunststudium, es ist eine... Ich würde das so wie ein Bubble beschreiben. Es ist so, man lebt in einer Welt und es dreht sich um Kunst. Ne? Und dann hat man lernt darüber, macht die Erfahrungen diverse, aber es ist wenig praktisch. Also das ist sehr, für mich ist das sehr theoretisch und das Leben, das ist was ganz anderes. Also um das Ganze, was man dort lernt, umzusetzen auf das Leben und einfach in Praxis zu gehen, das ist, mangelhaft, sagen wir mal. Mhm. Also damals war es, hoffentlich hat sich das auch verändert, weil mir hat das unglaublich gefehlt. Ich bin in eine Vorstellung nach Berlin gekommen
Ach, ich habe eine tolle Ausbildung. Ich bin einfach sehr gut ausgebildet. Ich habe gute Bilder. Ich habe das und das und das. Und hatte die Vorstellung, ich komme nach Berlin und werde sofort irgendwo in eine Galerie genommen und dann könnte ich mit denen arbeiten und so weiter und so weiter. Die Realität war aber ganz anders und ich glaube, das fehlt und deswegen es ist halt schwierig, weil man braucht die Verbindung zu dem realen Leben und ich bin verschiedene Wege in mein Leben gegangen oder das Leben hat mich gezwungen, manchmal die Wege zu gehen. Und ich sehe, was man wirklich braucht, um als Künstler erfolgreich zu sein und als Künstler leben zu können und was da für Möglichkeiten dahinter stecken. Ne? Also wenn wir das jetzt nochmal für den Zuhörer und für die Zuhörerinnen da draußen zusammenfassen, also du hattest deine akademische Ausbildung in Krakau, hast dann währenddessen gemerkt, okay, ich will diesen Weg auf jeden Fall weitergehen, bist dann nach Deutschland mit der Erwartung, dass jetzt sich die Türen und Tore öffnen des Künstler-Olymps und man davon leben kann. Und auf einmal war die Rückmeldung jetzt nicht so, wie man sich's vorgestellt hat. Das heißt, du saßt da ohne Deutschkenntnisse in Berlin, wolltest Kunst verkaufen, es hat nicht so gut funktioniert. Was waren die nächsten Schritte? Was hast du als nächstes getan? Naja, also ich bin nach Berlin gekommen, dann hatte ich schon mir eine Wohnung gemietet und dann hatte ich meine Traumvorstellung, meine Traumvision, das künstlerische Leben und es hat nicht funktioniert. Dann musste ich natürlich schauen, okay, wie wird das sein? Also will ich jetzt hier überhaupt weiter bleiben? Ist das jetzt der Ort? Oder gehe ich zurück oder gehe ich noch irgendwo weiter? Und dann habe mich entschieden, doch in Berlin zu bleiben und habe gesehen, okay, meine Leidenschaft, mein Traum ist, Künstler zu sein. Was brauche ich jetzt einfach, um hier den Fuß zu fassen? Und natürlich ohne Kontakte und ohne Sprache war es schwierig. Deswegen, ich habe mich beworben bei diversen Stellen, wo ich halt mit der Kunst noch zu tun haben kann, wo ich aber einfach ins Leben komme. Und da hatte ich das Glück, dass mich eine Firma genommen hat, die halt Spezialist für Kunstmaterialien ist. Und die haben mich auch ohne deutsche Sprache genommen. Und das war ganz gut, weil dort könnte ich einfach mit meinen Kollegen sprechen und Deutsch lernen. Ich möchte da auch dazu sagen, ich bin Autodidakt und das heißt auch, dass quasi ab diesem Punkt, wo ich in Deutschland bin, habe ich einfach sehr viel selber gelernt und das war die deutsche Sprache und auch genau die Malerei vertieft und diese Praxis gewonnen, einfach so die Verbindung zu dem Leben oder zu also das, was mir gefehlt hat, das habe ich einfach gesucht und gefunden. Wenn du jetzt so dir deine Kunst ansiehst, die du vielleicht zu dem Zeitpunkt gemacht hast und die zu dem Zeitpunkt während deines Studiums, würdest du sagen, dass diese Situation auch deine Bildsprache verändert hat? Also die Motivwahl vielleicht dadurch beeinflusst wurde, durch diese sehr nicht ganz unwesentlichen Herausforderungen und Hindernisse in der Sprache, Anschluss finden, verkaufen, dies, das, komplett von Null anfangen. Wie würdest du sagen, hat sich da deine Kunst auch verändert? Meine Kunst hat sich verändert. Ich habe zu meiner Diplomarbeit, ich habe abstrakt gearbeitet und meine Arbeit war mit Natur verbunden. Ich habe aus dem Alltags geschöpft. Später in Berlin habe ich diverse Einflüsse gehabt und habe auch diverse Richtungen gemacht und bin in diverse Richtungen gegangen
Und dann von der abstrakten Malerei bin ich halt zu Figuration gekommen. Ich habe figurativ gemalt. Dann später hat sich auch der Stil verändert und dann bin wieder zu der Abstraktion gegangen und inzwischen sind auch neue Medien dazu gekommen. Und das hatte damit zu tun, dass halt mein Haupt, ich arbeite multidisziplinär und die Malerei, das war immer im Mittelpunkt. Und aber ich habe gemerkt, dass es halt für mich nicht ausreichend ist, mich nur in diesem Medium auszudrucken. Ich arbeite thematisch und dann gab es halt neue Medien, die immer dazugekommen sind, die auch meine Kunst verändert haben, die auch mich bereichert haben. Und das ist alles entstanden. Zum Beispiel, ich habe sehr viel gemalt und dann habe ich gemerkt, dass ich sehr viel Zeit im Atelier verbringe und mir fehlt der Austausch mit anderen Menschen. Ich bin nicht ausgeglichen, ich verbringe unglaublich viel Zeit alleine und ich bin inspiriert von dem Leben und bin interessiert an den Menschen und das hat mir gefehlt und dann die Fotografie hat mir natürlich das ermöglicht und die Fotografie war eine Lösung für das, was mir gefehlt hat und die Fotografie hat mir auch andere Sachen gebracht, also die hat mir auch neue Möglichkeiten gegeben, die hat mir neue Projekte gegeben, die hat mir Aufträge gegeben, die hat mir auch Ausstellungen gegeben. Ja. Was war denn dann so der erste greifbare Erfolg, den du in Berlin verzeichnen konntest, wo du meintest, vielleicht in dem Moment, okay, ich bin auf dem richtigen Weg, ich bin bei diesem Künstler, Händler für Künstlerbedarf angestellt, ich lerne Leute kennen, ich habe gewisse Kenntnisse darüber, wie Materialien miteinander funktionieren, was Qualität ausmacht, diese ganze Logistik und so weiter und so fort. Wann war der Zeitpunkt da, wo du gemerkt hast, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg, jetzt habe ich so die ersten Schritte zumindest in Berlin so gesetzt, dass ich darauf aufbauen kann? Gibt es da einen speziellen Moment, an den du dich erinnern kannst? Es ist schwierig, einen Punkt zu sagen. Ich hatte diverse Punkte und auf jeden Fall mein erster Erfolg war die Solo-Show. Ich hatte eine erste Solo-Show, das war in einer Galerie und das war in 2009, 2010, und das war, ich habe einfach eine schöne Serie von Gemälden, von Malerei ausgearbeitet. Darf ich dich kurz unterbrechen? Du hast gesagt 2009, 2010, das heißt, du hast 8 Jahre darauf hingearbeitet. Nein, es bedeutet, die ersten 10 Jahre, ich habe immer gemalt, aber es hatte damit zu tun, dass ich auch Teilzeitjob hatte. Also das heißt, ich hatte eine gewisse Stabilität, also ich hatte das sichere Einkommen, also ich hatte immer so die Basis in meinem Leben und dann dazu habe ich Kunst gemacht. Und dann, das hat mich aber nicht glücklich gemacht, weil das war immer so 50-50. Und dann habe mich entschieden, den Schritt zu machen und das mich komplett selbstständig zu machen und habe Bilder gemalt und habe auch diverse Galerien angeschrieben und da haben sich auch Menschen gemeldet, da haben sich auch daraus Kontakte ergeben und Kollaboration. Wie viel hast du denn da so angeschrieben, damit man sich so Vorstellungen machen kann, weil viele Künstler da draußen haben so ein bisschen auch Probleme, auf Menschen zuzugehen, auf Galeristen zuzugehen. Vielleicht kannst du ein bisschen was darüber erzählen, mit was für einem Volumen du da rangegangen bist. Ich bin
voller Pulle dahin gegangen. Also ich habe sehr viele angeschrieben, Tatsache. Ich habe sehr viele angeschrieben und... Was bedeutet sehr viele? Wie kann man sich das vorstellen täglich? Also pro Woche habe ich ein paar hundert. Ja. Ja, ich habe mir immer so Sachen ausgefischt und Menschen angeschrieben, wo mich einfach so der Internetauftritt angesprochen hat, und dann habe einfach mich beworben sozusagen. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Wie hast du dich beworben? Mit einer Serie, mit einer Kollektion? Wie kann ich mir das vorstellen? Was war denn der Aufhänger? Ich habe immer mich kurz beschrieben, also was ich mache, dass ich Malerin bin, dass ich das und das male, und dann habe eine PDF dazu als Anhang gemacht und verschickt. Mhm. Wir müssen ja jetzt nicht ins Detail gehen, welche Galerien dich dann auch vertreten haben. Es sind ein paar große Namen dabei, die brauchen wir jetzt aber nicht ganz genau nennen. Was mich aber an der Stelle interessiert, was hat dann genau diese eine Galerie oder diese Galerien, die dich dann halt vertreten haben, die mit dir zusammengearbeitet haben, was hat sie überzeugt? Was war so der Punkt, von dem du vielleicht später auch erfahren hast, dass genau so den Leser, den Galeristen dazu bewogen hat, sich genauer anzusehen, was du da machst, und das zumindest in Betracht zu ziehen, mit dir zusammenzuarbeiten? Was war so der Punkt? Was hat sie dazu bewogen? Ich glaube, die sind thematisch angesprochen worden, und dann die Kommunikation war gut, denke ich mir. Und dann, Was war das Thema? Also die erste Ausstellung, es war halt, es ging um Körper, könnte man sagen. Also es ging eigentlich um Transformation. Das war eine ziemlich schwierige Ausstellung für mich, um die zu vermitteln, weil es einfach sehr persönlich war. Und es ging um, ich habe einfach Frauenbilder gemalt, und die waren sehr sexuell. Und das war schwierig für mich zu vermitteln halt. Ja. Mhm. Es waren diese gefesselten Frauen, ne? Was allerdings nicht so viel mit dem sexuellen, mit der ersten sexuellen Assoziation zu tun hat, sondern eigentlich nur mit der inneren Haltung der Frau, ne? In diesem gewissen Kontext. Ja. Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Ich meine, du hast dann deine Aufmerksamkeit bekommen, die Leute zeigen dir Wertschätzung für diese Arbeit. Und der Unternehmer in mir würde dann sagen, mach das bis an dein Lebensende, das wird funktionieren. Ne? Diese gefesselten Frauen, das wird deine Handschrift. Ich bin mir sicher, dass der eine oder andere Galerist dann auch auf dich zugegangen ist und hat gesagt, okay, mach mehr davon, das verkauft sich. Wie waren die nächsten Schritte? Was ist danach passiert? Also die Tatsache, ich kann dich verstehen, weil dass ich so malen sollte oder so, dass du dir das wünschst. Das ist hilfreich, sagen wir es mal so. Man sollte es nicht unbedingt malen, ist ja auch so die Sache. Ich meine, man muss ja auch damit leben, mit seiner Entscheidung. Und den ganzen Tag nur gefesselte Frauen zu malen, ich glaube, das macht was mit einem. Ja, also es ist auf jeden Fall, also die Ausstellung war sehr erfolgreich. Ich habe wirklich fast ganze Ausstellung verkaufen können, und das war sehr gut. Aber danach war das Thema durch für mich, und ich habe gesehen, dass ich mich unwohl gefühlt habe. Ich habe gesehen, dass es halt nicht, dass ich dadurch nicht meine Intention ausdrucken kann, und bin halt weiter Wege gegangen. Genau, und das war ziemlich schwierig, weil es war, ja, es war ein Erfolg, und dann halt wieder etwas zu machen, was aber auch so gut wird, das ist eine Herausforderung halt. Mhm. Und dann ist auch so bei der zweiten Ausstellung, da sind auch zwei Medien gekommen, also da kam zu der Malerei kam Fotografie und Zeichnung, und das war schon wieder was Neues für meine Sammler und für Menschen, die mich kannten. Ja. Mhm. War das dieselbe Galerie, wo du dann auch die zweite Ausstellung hattest? Ja, also das war die Idee. Wie wurde das kommuniziert, dass du jetzt sagst, okay, jetzt habe ich das Thema ist rum, ich mal was ganz anderes.
Das kann ja schon mal übel aufstoßen, ne? Wenn man halt ja irgendwie mit etwas rechnet, mit einem gewissen Portfolio, und dann kommst du mit Fotografie, Zeichnungen und ich bin jetzt ein ganz neuer Mensch, ne? Und das möchte ich euch jetzt präsentieren. Wie waren denn da so die Reaktionen zum einen von den Galeristen und halt auch von deinen Sammlern? Also, das ist so gelaufen, dass es die Galerie hat die Malerei quasi übernommen und die Fotografie und die Zeichnung. Da hatte ich das Glück, dass ich das in einer Institution ausgestellt habe. Und das waren quasi zwei verschiedene Bereiche. Und das war eher so als Bereicherung angenommen. Und ja, ich hatte da auch Erfolg, auch gleich auch mit der Fotografie und auch mit der Zeichnung. Das war sehr gut. Das war auch für mich eine Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass das halt so zusammengehört. Nur mein Problem war, dass ich einfach selber nicht die Sachen verbunden gesehen habe. Für mich waren das drei verschiedene Sachen. Ich habe die Malerei gemacht, die Zeichnung und die Fotografie und mir hat da halt die Intention gefehlt oder das, was das Ganze verbindet. Also gewisse Art und Weise zusammenhält. Ne? Ja. Ja. Wenn man, also diese Fotografien und die Zeichnungen, hattest du gemeint, das sind wurde institutionell ausgestellt. Wie bist du da rangekommen? Wie kann man sich das vorstellen? Wurde es ausgeschrieben oder war das irgendwie? Also das ist halt, ich habe immer gemacht und dann halt ausgestellt und ausgestellt in diversen Orten. Ich habe zum Beispiel die ganz erste Ausstellung, meine erste Solarshow, das hat sich so ergeben. Ich habe eine Assistentin, eine Galerie kennengelernt und sie hatte da einen Verein oder so Location, wo sie ausstellen könnte. Und dann haben wir eine Zusammenarbeit gemacht und sie hat meine Bilder ausgestellt. Da haben wir Flyer gedruckt. Und da hat die Direktorin von der Institution halt einen Flyer mitgenommen und sie hat den Flyer einfach ein paar Jahre bei sich gehabt und sie mochte das Bild aber unglaublich gerne. Und dann hat sie selber reagiert nach einiger Zeit, wo das in das Programm gepasst hat und ja, wo dann hat sie mich halt eingeladen zu einer Ausstellung und dann nach der Institution kam die nächste Institution, weil sie halt auch meine Ausstellung gesehen haben und ja, so hat sich das immer so weiter ergeben. Lustig, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann warst du in Berlin, hast angefangen mit deinem Nebenjob, mit der Halbtagsstelle. Währenddessen hast du natürlich auch gemalt, aber wahrscheinlich nicht so mit dem Antrieb, wie wenn man nur die Kunst macht. Dann Genau. ging das quasi zurück vom Arbeitsaufwand oder du hast sogar damit aufgehört mit dem Halbtagsjob oder mit Also ich muss sagen, ich würde das trennen, weil es ist halt, ich bin nach dem Studium gekommen und ich habe diesen Halbtagsjob gehabt. Es war nicht Halbtag, ich habe 3 Tage die Woche gearbeitet. Und es ist auch ein wichtiger Punkt für mich, weil es war eine Firma, die halt ein Fachhändler und ich hatte die Möglichkeit, dort einfach sehr viel mit den Materialien mich zu beschäftigen. Ich könnte die Materialien testen, ich war Spezialistin im Farbenbereich. Ich konnte Künstler beraten. Es bedeutet, da kamen diverse Künstler, wollten einfach ein Projekt aufbauen und dann konnte ich die Farben zusammenstellen oder auch so Sachen ausarbeiten. Und es hat mir die Möglichkeit gegeben, mit diversen Firmen zu arbeiten, die halt auch Farben produzieren oder halt genau, also sowas. Und dann dort in diese Firma habe ich auch gelernt, dass es wie ein Betrieb funktioniert. Das heißt, es geht jetzt nicht, okay, ich verkaufe Farben, sondern
um es zu machen. Also ich muss wissen, welche Farben ich brauche. Dann ist der Einkauf, ist der, dann kommt die Ware, also man muss die Ware verschicken oder abnehmen und so weiter und Sachen verpacken oder Menschen beraten. Also es ist auch eine ganz komplexe Arbeit, was eine Firma macht. Und das war für mich einfach, das war so das, was mir gefehlt hat nach dem Studium. Also wie ein Künstler funktioniert. Das heißt, also wir haben eine, also ein Künstler hat eine Idee, dann muss die Idee umgesetzt werden und die Idee wird umgesetzt auf ein Kunstwerk und dann das Kunstwerk muss. Es ist gut, wenn das an die Kunden kommt oder an die richtigen Menschen kommt. Das ist auch eine Arbeit und dann halt, ja, wie mache ich das also? Und die Erfahrung war wichtig und jetzt habe ich den Faden verloren. Also Wie? wenn wir sagen, die kaufmännische Ausbildung, die war halt, also die Genau. kaufmännische Bildung war halt entscheidend, was ich auch schön finde, dass du halt einen Bereich dir ausgesucht hast, der deine künstlerische Arbeit halt unterstützt. Viele Künstler machen meiner Ansicht nach den Fehler, dass sie in einem Beruf bleiben, der ihren Job halt überhaupt nicht, oder ihre Kunst überhaupt nicht bestärken, in keiner Art und Weise. Und man dann immer das Gefühl hat, dass man irgendwo hingeht, dort seine Zeit totschlägt, aber eigentlich nicht mit vollem Geist und mit vollem Herzen dabei ist. Und dann kann man halt auch diese ganzen Erkenntnisse gar nicht mitnehmen. Deswegen finde ich das sehr schön, dass du das so ansprichst, weil das kann ich nicht oft genug wiederholen und betonen, dass gerade Künstler, die jetzt nicht von der Kunst leben können, dass sie sich trotzdem als Künstler sehen sollen und müssen. Und alles, was sie drumherum machen, ob sie Ärzte sind, ob sie einen Halbtagsjob haben, ob sie im Blumengeschäft arbeiten, das ist alles dazu da, um einem zu helfen, diesen Traum zu vervollständigen und zu verwirklichen. Das heißt, man ist nicht Blumenverkäufer und macht nebenbei Kunst, sondern man ist Künstler und macht diesen Job nebenbei, damit man sich über Wasser halten kann, damit man investieren kann in die eigene Kunst, in den eigenen Traum. Und umso besser natürlich, wenn man sich einen Job sucht, der einem dabei unterstützt, ob es jetzt im Marketing ist, ob es jetzt kaufmännisch ist, ob es jetzt meinetwegen sogar Immobilienmakler ist oder so, ne? Ich meine, die Dinger müssen ja irgendwo aufgehängt werden. Deswegen sind Immobilienmakler wahrscheinlich auch daran interessiert, hochwertige Kunstwerke in meinetwegen solchen Immobilien zu platzieren, damit eben der Wert, der wahrgenommene Wert der Immobilie halt steigt. Also gibt es viele, viele Dinge, die man dann machen kann und zu verstehen, wie man der eigenen Kunst noch ein bisschen mehr Substanz gibt oder wie man Kunden erreicht. Deswegen finde ich das schön, dass du diesen Weg gegangen bist. Aber jetzt sind wir natürlich an dem Punkt angelangt, wo du dann für dich entschieden hast, nach den gefesselten Frauen und den Institutionen. Und irgendwann hattest du auf deiner Roadmap, wenn ich das richtig im Kopf habe, noch London. Wie passt diese Stadt jetzt ins Bild? Wie kam es dazu? Wie bist du dann aus Berlin weg? Bist du dann in London gewesen? Hast du dort gelebt? Wie war dann diese Etappe? Wie kann ich mir das vorstellen? London, das war so noch vor Berlin. Also das Okay. war, also das ist jetzt noch lange her. Ich glaube, das war so, London war auch ein Traum von mir schon seit der Kindheit, weil ich einfach mit der englischen Kultur groß geworden bin, hatte da so viele Begeisterung. Und dann hatte ich den Traum gehabt und dann hatte Tatsache ein Stipendium bekommen und war noch in meiner Studienzeit einfach in London und habe gesehen, dass da was komplett anderes gibt als in Polen und dass da auch so eine ganz andere Stadt mit einer ganz anderen Dynamik ist und wie ich dazu stehe. Und es war schwierig für mich, weil London, ich finde London großartig, ich liebe London, und aber es hat damals, das hat nicht gepasst, weil die Stadt ist unglaublich lebendig und sehr dominant und das hat meine Kreativität zerstört oder ich konnte da nicht so kreativ sein. Und deswegen war die Entscheidung Berlin. Aber ich hatte dann später eine Erfahrung mit England wieder. Das war ein großer Wunsch, einfach wieder nach England zu gehen. Und dann, ich hatte einen Wunsch wieder,
Es ging um, habe ein Programm, also ein Konzept für mich geschrieben, einfach so, ich würde sehr gerne an einen Ort gehen, wo halt meine diverse Erfahrungen, also die Malerei, Fotografie, Zeichnung, alles Mögliche, wo das zusammenkommt, wo ich einfach die Einheit finde, wo ich einfach etwas für mich entdecke, was wirklich das Wahre ist. Und das ist nicht die Malerei, das ist nicht die Zeichnung, das ist etwas. Und dann, der Wunsch war einfach da und dann ist das ganz schnell passiert. Dann hatte ich eine Einladung bekommen nach England und hatte die Möglichkeit gehabt, eine Residenz zu machen. Und es war ein ganz spezieller Ort und dort hatte ich ein Erlebnis. Und das Erlebnis, das war in Glastonbury. Und es ist ein sehr spezieller Ort, weil es ist halt ein Ort, der wird genannt Ort der Transformation. Das Ort ist verbunden halt mit verschiedenen Legenden, Mythen und da kommen her die ganze Heilige Gral-Geschichten, König Arthur und so, ne? Genau. Und ich habe mir das immer gewünscht, dahin zu gehen und dann ist das tatsächlich passiert. Und als ich auf diesen Berg, auf diesen Hügel gelaufen bin, hatte ein Erlebnis gehabt und es war eine große starke Wetterumwandlung und mich hat das sehr mitgenommen, weil... Wie kann man sich das vorstellen, also wenn du darüber reden möchtest? Ja, gerne, also das war so halt, ich bin, es ist Glastonbury, es ist ein Hügel und auf dem Hügel steht ein Tor und das ist... das ganz Besondere, das ist die Gate, also man sagt, das ist der Zugang zu der Wonderland oder, ne? Also es hat sehr eine große Symbolik. Und dann, ich bin hingekommen und dann war es halt ein ganz friedliches Tag, war sehr schön und dann bin nach oben gegangen und dann plötzlich kam unglaublich, also Gewitter, dann kam Hügel und dann fast Schnee und das waren so wie vier Jahreszeiten und bin angekommen nach oben und nach diesem ganzen Unwetter, Gewitter, alles kam einfach Sonne und dann stand ich da oben und habe gemerkt, es ist so besonders, man steht da auf einem Hügel neben einer Ruine, was eigentlich keine Ruine ist und man denkt an die alle Legenden, Mythen, die ganze Helden und so weiter. Und dann die Natur spielt mit, da passiert etwas mit jemandem. Das war einfach ein ganz besonderes Erlebnis. Und nach diesem Erlebnis habe ich halt zwei Werke gemacht. Und das war ein Kreis und ein Hase. Und zu diesem Zeitpunkt war mir nicht bewusst, was das bedeutet. Und aber da sind meine Grundsteine für mein ganzes Projekt, was später entstanden ist und das mich auch auf meine Intention gebracht hat. Und da kommen wir wieder zur Transformation. Ja, da kommen wir dann auch zu dem Punkt, wo du entschieden hast, dich selbst zu vermarkten. Das ist auch ein bisschen auf eine vielleicht unkonventionelle Art vielleicht mal anzugehen, wenn man es vergleicht mit dem, was in der Kunstbranche so üblich ist und dann sind wir aufeinander gestoßen. Vielleicht kannst du darüber was erzählen, wie es dann dazu kam und vor allem auch, was dich dazu bewogen hat, jetzt nicht im Speziellen mit mir zu arbeiten, sondern generell diese Entscheidung zu treffen, sich selbst zu vermarkten, den Weg selbst zu gehen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Welche Erwartungen hattest du? Wie bist du da rangegangen? Was ist währenddessen passiert? Welche Herausforderungen hattest du? Wie kann man sich das vorstellen? Zu diesem Zeitpunkt hatte ich das Projekt, das heißt Circle of Being, das habe ich angefangen und ich habe gesehen, dass es ganz besonders und dass ich einfach etwas Schönes ausarbeiten kann. Aber es war mir auch klar, dass ich bin überfordert,
weil es sehr viel drin ist und es ist schwierig, das nach außen zu kommunizieren. Und habe auch einfach auf YouTube nach diversen Themen gesucht und unter anderem bin ich auf die Intention gekommen und dann habe ich einen deiner Podcasts gehört und dann, es hat mich sehr angesprochen und dann bin weitergegangen, habe mir mehr Sachen von dir angehört und dann waren einfach sehr, sehr viele Themen, die mich bewegt haben und die mir auch Augen geöffnet haben auf etwas Neues und das fand ich fasziniert und ich wollte dich auch kontaktieren, habe aber gezögert, weil es war für mich sehr schwierig in Bezug, da ist jemand auf YouTube und ich weiß nicht, wie der ist, also ich habe ihn nicht im Leben kennengelernt, sondern es ist faszinierend, aber wie ist das oder wie funktioniert das? Und es gab auch diverse Menschen, die mir auch abgeraten haben sogar, weil die haben gesagt, nein, das ist jemand, der dich da zulabern möchte und so weiter. Der will dein Geld, und deine Seele. Geld. Lass dich nicht drauf ein. Sei nicht so doof, sei nicht so blond und so weiter und so weiter. Aber es war auch, es war sehr interessant und ich habe mich getraut. Ich war mutig, dich anzuschreiben und wir hatten ein erstes Gespräch und es war ganz toll, aber es war schwierig für mich, das zu kommunizieren, was ich hatte. Ich habe über Sachen gesprochen, die ich zu diesem Zeitpunkt gemalt habe und es war schon schwierig für dich, als neue Person einfach mich zu wissen, okay, womit ich arbeite, was ist mein Wunsch, wo will ich hin? Und das war auf jeden Fall ein sehr schönes Gespräch und du hast mir sehr viel gute Tipps gegeben und das war toll. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich eine Serie von Bildern gemacht, die zum Thema Bewegung waren. Und das war nur ein Teil von dem Ganzen und das war nicht noch nicht die Transformation. Dann hatten wir weiter Gespräche und dann haben wir auch über weitere Bereiche gesprochen, bis du irgendwann mal gesagt hast, okay, bei dir, das ist doch die Transformation. Und es war natürlich ganz toll und dann kam auch so die Angst, weil plötzlich okay, Intention ist Transformation, aber es bedeutet auch gleichzeitig, ich muss mich festlegen, ich habe sehr viel, bis diesen Zeitpunkt habe ich sehr viel experimentiert und jetzt soll ich mich plötzlich festlegen und wo ist meine Freiheit, wo ist, und da kamen Ängste hoch, aber genau, das war genau das Richtige und die Intention besteht aus drei Sätzen. Und das sind drei Sätze und die waren nicht leicht zu schreiben. Es ist einfach, es war für mich selber sehr schwierig und ich habe versucht, das so zu machen. Aber es ist halt, wenn man selber in dem Prozess ist, wenn man selber halt da in der Arbeit drinsteckt, dann ist es schwierig, das von außen klar zu machen. Und da hast du mir unglaublich geholfen, einfach so die drei Sätze festzulegen und die Angst war weg. Die Angst war sehr gut zu diesem Zeitpunkt, weil ich in die Angst gegangen bin. Und, dann später ist die Intention entstanden und seitdem ist mein großer Wunsch in Erfüllung gegangen und ich kann mein Projekt aufbauen und es entstehen neue Projekte, ich bekomme Aufträge und ich habe neue Sammler und es ist einfach etwas ganz Besonderes für mich, weil die Intention gibt mir unglaublich viel Freiheit, aber die ist auch so präzise, dass sie mir
sie mein Leitfaden ist, dass sie mich auch immer nach vorne bringt und mir Orientierung gibt. Und das ist unglaublich wichtig, dass man als Künstler immer etwas folgt, also immer konsequent ist und nicht links und rechts oder so. Also natürlich ist es ganz gut, dass man sich Zeit gibt und diverse Erfahrungen macht, aber irgendwann mal ist auch wichtig, sagen, okay, hier bin ich, das ist das, was meine Intention ist und dafür möchte ich gehen. Und das hilft unglaublich und dann entstehen auch Sachen. Wie würdest du den Zusammenhang zwischen dem bewussten Einschränken auf ein Thema beziehungsweise auf eine Technik, die Beziehung zwischen der bewussten Einschränkung und der Kreativität eines Künstlers sehen? Wo ist da der Zusammenhang? Beeinflusst das die Kreativität in irgendeiner Art und Weise, wenn man sich bewusst auf ein Thema einschränkt, auf eine Methode einschränkt, oder ist das eigentlich irrelevant? Ist es vielleicht sogar schädlich? Ist es nützlich? Welche Erfahrungen hast du machen dürfen? Es ist gut, wenn man sich festlegt, weil man hat eine Orientierung und man kann Sachen akzeptieren oder man kann Sachen ablehnen. Aber man hat einen Orientierungspunkt. Und also hat man dadurch die Freiheit, irgendwie auch Dinge abzulehnen. Genau, so ist das. Und ich finde, das ist einfach, in meiner Praxis sehe ich, es ist unglaublich wichtig, in die Erfahrung zu gehen und sie auf das Neue sich einzulassen und auch sich Zeit geben, wie fühle ich mich damit? Wo bin ich? Was macht das mit mir? Und was brauche ich? Wo ist mein Problem? Wo ist die Lösung? Und mit der Intention oder so mit der Orientierung kann man das sehr schön umsetzen. Also das passt einfach wunderbar, ist sehr hilfreich. Aber die Schritte dorthin, die waren ja auch nicht ganz einfach. Ich kann mich ja noch erinnern, wo ich dir dann den ersten Bogen mitgeschickt habe zur Marktrecherche. Uiuiui. Das war dann, ich mir dachte, Gott sei Dank wohnt sie so weit weg, sonst hätte sie mir wahrscheinlich den Kopf eingeschlagen mit so viel Arbeit, so viel, was soll das hier? Ne? Vielleicht kannst du was darüber erzählen. So war es nicht, aber es ist Tatsache, ich habe mich für die Ikonenakademie entschieden und das war auch ein ganz besonderer Moment, weil da fang die Corona an und wir hatten Lockdown, und bei mir sind viele Sachen haben nicht stattgefunden. Und dann dachte ich mir, okay, was brauche ich wirklich? Und ich habe gesehen, mir fehlt die Community und so weiter und mir fehlt der Austausch. Jetzt mache ich einen Umweg, aber ich komme auch auf diesen Punkt. Und gerne. Genau. Jetzt habe ich den Faden verloren. Es ging um die Marktrecherche, diese ganzen. Okay. Ja, und dann genau. Und dann habe ich mich für die Kunstschmiede entschieden und dann kommst du mit deiner Marktrecherche und kann mich ganz genau daran erinnern. Es war Sommer, es war sehr heiß und ich hatte unglaublich viele Blätter oder so PDFs oder so Themen auszuarbeiten und zu recherchieren und das war ein Albtraum, dass ich dachte, ich bin in der Höhle draußen, Sonne, Hitze und ich saß von den Computern, habe recherchiert, also es war ein Albtraum und dann natürlich die innere Stimme, wozu machst du das, warum, das bringt doch nichts, das ist so ein Quatsch. Und natürlich, das ist normal. Also Sachen, die halt nicht passen, die unbequem sind oder die neu sind, da kämpft einfach etwas in uns. Und das ist passiert. Also ich habe wirklich, ich wollte das sehr gründlich machen und habe es auch gründlich gemacht. Aber das hat mich unglaublich viel Energie gekostet. Und ich bin sehr ins Detail gegangen und man kann sich auch in Details sehr verlieren. Das ist halt auch wichtig, dass man da wirklich versucht, immer so für sich selber Deadlines zu machen und sich Zeitfenster zu geben, dass man
da halt ja, so sich auf Sachen konzentriert und nicht so diesen Open End hat. Und ja. Das war ganz gut. Also ich habe immer so eine Woche für ein Thema gehabt und die habe ich auch durchgezogen. Und es war aber sehr, sehr schwierig. Es war sehr schwierig und es waren viele neue Sachen, viele Sachen, viele Themen, wo ich halt neue Sachen entdeckt habe, für mich, die mich bereichert haben und auch sehr gut gepasst haben. Aber ich hatte das am Anfang, das war für mich Zeitverschwendung ein bisschen. Also so, ich wollte die Ergebnisse haben und nicht da jetzt recherchieren oder irgendetwas machen. Mhm. Und jetzt mit der Zeit bin unglaublich dankbar, dass ich es gemacht habe, weil jetzt komme ich viel schneller auf den Punkt. Und jetzt, wenn ich was zum Schreiben habe, egal ob das eine Bewerbung ist oder ob das Newsletter sind oder irgendeine Beschreibung, es geht viel leichter. Da hätte ich zwei Fragen für dich, Anna. Zwei Fragen. Ja. Und zwar die erste Frage wäre, wie lange hat das alles gedauert, diese Marktrecherche? Wie viel Zeit hast du da investiert? Und zweitens, was war die größte und wichtigste Erkenntnis daraus? Es hat Wochen gedauert. Ich habe ein paar Wochen verbracht. Ein paar Wochen bedeutet wie viel ungefähr? Es ist schon ein bisschen her. Also ich glaube, die ersten 4-5 Wochen. So viel Zeit habe ich da investiert. Ja, ich glaube, Das stimmt sogar. Ja, ich kann mich noch erinnern. Ja, so ungefähr. Ja. Was war die größte Erkenntnis daraus? Dass sich Sachen wiederholen und dass halt dass mein Thema auch in vielen Bereichen ist, dass mein Thema auch sich kommunizieren lässt und dass die Intention mir die viele Möglichkeiten gibt, halt in diverse Richtungen zu gehen und als Künstler mich ausdrucken zu können. Also es gibt ja eigentlich Freiheit, diese Recherche. Ja. Ich kann an der Stelle auch noch ein bisschen so, damit man den Hintergrund versteht, warum diese Recherche, es ist halt wichtig zu verstehen, für wen mache ich das alles? Sonst macht man halt Kunst für sich selbst und dann wundert man sich, dass es sich nicht verkauft. Wenn man halt versteht, für wen das ist, kann man halt einfach den Kontext sprachlich wiedergeben, um die Gedankenwelt des Kunden halt auch wieder zu spiegeln. Und da wäre natürlich die nächste Frage auch schon da. Und zwar mit der neuen Intention, mit der du da rangegangen bist, ne? Die Bunnies und den Circle of Being, da werden wir auf jeden Fall noch drauf eingehen. Nur wie war denn so die erste Rückmeldung auf deine neue Intention? Ich weiß, das hast du ja so bewusst nicht kommuniziert, so das ist jetzt meine neue Intention, sondern du hast es einfach einen fließenden Übergang gewählt. Aber wie haben die Sammler, Interessenten, vielleicht auch Galeristen darauf reagiert, dass du jetzt dich thematisch so einschränkst? Die Reaktion war sehr gut und meine Sammler, ja, fanden das auch sehr gut. Das, was eine große Belohnung war, ich habe mich positioniert und dann habe ich ein Stipendium bekommen für ein Projekt und das war natürlich die größte Belohnung, dass es halt ja auch funktioniert und dann kamen auch noch weiter Aufträge und Verkäufer. Wie hing das mit dem Stipendium zusammen? Also diese Thematik, die du jetzt bedienst mit deiner Intention und dieses Stipendium, gibt es da Überschneidungen thematisch? Wie hängt das zusammen? Ja, also ich habe mich für das Stipendium mit dem Circle of Being beworben. Das ist das ist ein Projekt, was sich Transformation des Seins durch Achtsamkeit widmet. Und das habe ich beschrieben, dass das Projekt eine Geschichte hat
und dass ich halt dran arbeite und wie ich arbeite, was möchte ich erreichen, was ist entstanden. Und dann, das kam eigentlich so leicht, also so diese ganz, das Ganze zu beschreiben. Und dann, ja, habe eine das Stipendium bekommen. Das war so sehr, sehr schön. Und dann kamen auch noch so andere Sachen halt. Das ist spannend. Das ist ja eigentlich wie ein Angebot. Man schreibt ja wie ein Angebot dann für sowas, ne? Also man hat ja irgendwie sein eigenes Portfolio, man geht raus, man hat irgendwie meinetwegen dieses Stipendium, spricht sie an und formuliert natürlich die Dinge, die sie hören wollen. Und da ist so diese Gratwanderung, die viele Künstler nicht gehen wollen, ne? Aus Anbietern und trotzdem sich anbieten, ne? Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Anbietern, bitte, bitte kauf mich. Bitte, bitte nimm mich an. Und auf der anderen Seite das Anbieten, ja, dass man sagt, hier, ich kenne deine Ausrichtung, ich weiß, was dir wichtig ist, ich kann dir das geben, wir können gemeinsam einen Mehrwert schaffen, wir können gemeinsam groß sein. Das ist ja etwas, das dich dann sehr, sehr unterscheidet von den meisten Künstlern und Künstlerinnen da draußen, die eben sich thematisch und auch einfach von der Kommunikation gar nicht so sehr darum kümmern, wen habe ich da vor mir, sondern was kann der mir geben? Welche einfach, ich habe da eine Möglichkeit, ein Stipendium mir zu angeln, ich kann meine Kunst dann länger verfolgen, ich kann mich um mich kümmern, ich kann meine Kunst. Also da ist dann wieder so der Fokus auf sich. Was du halt gemacht hast, was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass du dir gezielt einfach Leute raussuchst, die halt mit dem übereinstimmen, mit deinen Werten und Idealen übereinstimmen, ob es jetzt Institutionen sind, ob es jetzt Galerien sind oder auch die Dinge, die danach passiert sind, die halt in Konkurrenz mit dem schwingen, was du nach außen tragen möchtest. Wie waren denn dann die nächsten Schritte? Du hast jetzt angesprochen, wir hatten jetzt diese Geschichte in England. Du hast dann diese Eingebung gehabt, dass du jetzt unbedingt diese Bunnies malen möchtest und den Kreis, den du auch hinter dir oben rechts hast. Diese Bunnies haben ja eine ganz besondere Geschichte, von der ich zumindest weiß, dass du am Anfang nicht so wirklich überzeugt warst von dem Bunny. So, warum investiere ich jetzt so viel Zeit darin, Hasen zu malen? Obwohl ja eigentlich, jetzt wenn wir hinter dir das sehen, das sind ja große Leinwände, wo dann auch abstrakt gearbeitet wird, wo du Bildsprache hast, wo es ja komplex ist, auch von der Motivwahl dann auch komplexer wird. Und dann hast du Bunnies. Wie kann man sich das vorstellen? Was ist da in dir vorgegangen, als du dann wieder in Berlin warst und begonnen hast, diese Bunnies zu malen? Oder hast du das schon in England begonnen? Na, die erste Bunny ist nach der Erfahrung von Glastonbury entstanden und der kam aus dem Unterbewusst. Mhm. Und der Bunny ist ein Symbol und der Bunny ist halt ein Wegbegleiter. Der steht für Transformation, für Angst, für Lebendigkeit, für Wachstum, für Freude und so weiter und so weiter. Und ich habe, das kam aus dem Unterbewusst und ich war sehr begeistert. Es hat mir zu diesem Zeitpunkt sehr gefallen und dann hatte ich noch einen zweiten gezeichnet und dann hatte davor gesessen und dann haben die sich multipliziert in meinem Kopf. Also ich habe gesehen, okay, zwei Bunnies, das heißt, ich habe zwei Punkte und dann sind da Geschichten in meinem Kopf entstanden. Und dann habe aus diesen zwei Bunnies in eine große Ecstasy halt so eine Serie von 22 gemacht und das war wunderschön alles. Und das war aber der nächste Schritt, also aus zwei Bunnies sind ist eine Serie entstanden, dann die ganze Serie fand ich großartig, aber dann später so groß wie die Begeisterung war, so war die, nicht Enttäuschung, aber die Traurigkeit, weil das hat irgendwie nicht für mich gepasst und das war, ich habe mich nicht wohl gefühlt und dann wusste nicht, was das bedeutet, was dahinter steckt und dann habe einfach so die Bunny so aufgegeben. Also ich war schon traurig. Also dachte mir, das ist mein Misserfolg. Ich habe Zeit investiert in etwas, was
was nicht funktioniert. Also ich habe mich auf etwas eingelassen und mir da so ja, Geschichten im Kopf erzählt. Aber es ist woran, halt hast du das, woran hast du es festgemacht, dass es nicht funktioniert? Was waren die Kriterien, nach denen du zumindest zu dem Zeitpunkt das Gefühl hattest, das funktioniert nicht, das war jetzt ein Misserfolg? Ich habe nicht weitergesehen. Ich habe eine Ausstellung gehabt mit den Bunnies. Das war in Berlin, das war eine Solo-Show in einem Project Space. Die war auch ganz gut. Mhm. Aber da hat sich nicht weiter draus ergeben. Es war okay. Wie so eine Sackgasse quasi. Genau, sowas. Und dann dachte ich mir, okay, es war eine Erfahrung, die ich gemacht habe, sehr gut, und die funktioniert nicht. Und in diesem Moment, wo ich halt das losgelassen habe, mich gesagt habe, okay, es funktioniert nicht, dann hatte ein Studio-Visit von einer Institution aus New York und die haben halt sich diverse Sachen von mir angeschaut und dann wollten die unbedingt auch die Mappe sehen, wo die Bunnies waren. Und dann war die Direktorin halt unglaublich begeistert und hat gesagt, und erzähl mir die Geschichte. Und dann habe ich die Geschichte dazu erzählt und dann, sie fand das unglaublich spannend und sie hat gesehen, dass da noch so viel mehr drinsteckt und dass ich unbedingt den Weg noch weitergehen soll. Und dann hat sich auch daraus eine Ausstellung in New York ergeben und das war natürlich unglaublich schön. Und seitdem habe ich halt an diesem Thema weitergearbeitet und das auch vertieft und immer wieder auf den Ursprung geschaut, also wo die Geschichte herkommt, also zu diesem Erlebnis, zu meinem Erlebnis. Und es geht immer um die Transformation, es geht immer um die Bilder, um die Sachen, die aus dem Unterbewusst kommen. Und das spiegelt sich in allen Bereichen meiner Kunst ab. Und zum Beispiel die Bilder, das Bild, was dahinter steckt, das ist auch aus diesen Erfahrungen entstanden. Und das ist auch ein Bild, was aus dem Unterbewusst kommt, weil die Linien, das sind Linien, wo ich mich selber umzeichne. Und es ist ein Unterschied, wenn man halt so malt, weil da kommt sehr viel aus dem Kopf. Aus dem Logischen halt. Und aber du malst ja auch nicht auf Leinwand, ne? Du legst es ja auf dem Boden und... Ja, aber es ist halt, ich arbeite auf der Leinwand, aber ich arbeite nicht an der Wand, sondern auf dem Boden und dann später an der Wand. Mhm. Also es ist halt, es wechselt. Je nachdem, was ich brauche, wenn ich Farbe brauche. Also das ist immer so, je nachdem, was was man dafür ein Bedürfnis hat. Also dann kommt die technische Umsetzung und dann muss man natürlich handeln. Also entweder auf dem Boden oder an der Wand oder in der Luft, also je nachdem. Wie würdest du sagen, hat sich dann so deine Kunst verändert seit der Intention? Auch so deine Technik, deine Herangehensweise? Gibt es irgendwas, was du was dir jetzt bewusst ins Gedächtnis kommt? Ja, also meine Kunst, die hat Einheit bekommen und in meiner Kunst hat sich sehr viel verändert, und zwar früher wollte ich mich immer verändern. Ich wollte mich immer verändern, ich bin immer auf das Neue gegangen und seit der Intention, die Veränderung ist da, das ist der natürliche Zustand, den wir haben, und deswegen, ich will in meiner Kunst auch den roten Faden haben und die eine Linie folgen, weil das gibt mir Stabilität und ich wiederhole mich, das macht mir unglaublich Spaß, ich wiederhole mich immer auf eine neue Art und Weise, so wie der Tag. Ich fühle mich unglaublich verbunden auch so mit dem, was hier und jetzt ist, aber ich fühle mich auch unglaublich verbunden mit dem, was da ist. Hast du
Wenn du dieses Thema dir anschaust, die Transformation, den Mut zu fassen, ins Unbekannte zu gehen und dadurch halt sich weiterzuentwickeln, wenn du tagtäglich diese Werke malst mit diesem Hintergrund, verändert das dich auch? Hast du das Gefühl, dass da besonders seitdem gewisse innere Prozesse angestoßen wurden? Ja, Ja? also auf jeden Fall, also seit dieser Intention, ich habe Frieden gefunden, plötzlich ist Ruhe da, also plötzlich ist Vertrauen da, Vertrauen, dass das genau das Richtige ist, plötzlich ergeben sich Sachen und ich werde auch angesprochen und da hilft mir auch sehr, nach außen zu gehen und zum Beispiel, du hast mein Instagram angesprochen. Das ist auch so ein Beispiel, weil ich habe auf Instagram mit den Barneys angefangen. Also das ist für mich quasi so die Vorgeschichte. Also Instagram hat mit den Barneys begonnen vor 4 Jahren oder vor 5 Jahren. Und dann habe ich immer so mich weiterentwickelt. Und am Anfang war mir unbewusst, also ein bisschen in welche Richtung das gehen soll. Und irgendwann mal kam die Intention. Und dann ist das alles zusammengekommen. Das heißt, es geht nicht nur um die Bunnies, aber es geht einfach um die Transformation, um das Erlebnis. Und das ist das mein Erlebnis, was ich hatte. Die 4 Jahreszeiten, also das Ganze um sich herum zu haben, um sich trauen, in das Neue zu gehen. Und es ist so eine Art wie eine Heldenreise, weil wir haben, als Künstler hat man viele Herausforderungen, nicht nur als Künstler generell, wir haben viele Herausforderungen. Das Neue, das ist immer da. Und das ist sehr schön, wenn man die Stabilität hat, aber es ist halt die Veränderung, das ist der natürliche Zustand. Und wenn man sehr viel Stabilität hat, dann irgendwann mal ist es auch schwierig, da rauszukommen und sich trauen, neue Sachen zu machen. Es muss nicht großartig viel sein, aber es ist gut, dass man da immer für sich etwas Neues hat als Freude, als Aufregung, als Begeisterung. Stichwort Stabilität. Das ist ja auch etwas, das wir heute auch auf jeden Fall ansprechen müssen, natürlich, wenn viele Künstler und Künstlerinnen diesen Podcast einschalten, Kunst verkaufen Podcast. Naja, viele davon werden sich die Frage stellen: Wie verkauft die Anna überhaupt ihre Kunst? Und da wäre an allererster Stelle erstmal wichtig: Wie findest du deine Kunden? Wie kommt es dazu? Also es war nie die Absicht, meine Kunst zu verkaufen, muss ich sagen. Das ist so, für mich ist die Kunst und ich möchte, dass das gut ist. Und es ist eine Aufgabe, das nach außen zu kommunizieren. Und dadurch, dass ich das auch sehr lange mache, dann habe ich mir nie so die Gedanken gemacht. Das kam immer automatisch für mich. Also wo etwas gut war, dann hat sich immer derjenige gefunden, sag ich mal. Und es ist mir immer wieder passiert und ich finde die Kunden auch, also überall, also die sind in meinem Leben, also ich könnte einfach Kaffee trinken gehen und dann einfach so mit Menschen in Gespräch kommen, mich gut unterhalten und dann entstehen Sachen. Es ist immer für mich halt, die Kunst gibt mir einfach die Möglichkeit, auch was Neues zu lernen und auch an neue Situationen ranzukommen. Und dann ist die Begeisterung über das, was ich tue, ganz groß. Und dann entstehen Gespräche oder Sachen und dann werde ich weitervermittelt. Das ist die eine Option. Und dann ist natürlich die andere Option, dass ich halt auch online nutze. Ich recherchiere auch, so wie ich gelernt habe. Und schaue mir einfach so, was da zu diesem Thema gibt und was da gerade passiert, wie die Menschen das kommunizieren und was ich auch aus meiner Seite als Beitrag dazu leisten kann. Ist echt spannend. Also der Michael beispielsweise, den ich ja auch schon interviewt habe aus der Kunstschmiedeakademie,
der hat zum Beispiel die Lektionen noch gar nicht so wirklich fertig, ne? Und das ist ja auch völlig in Ordnung, weil wenn man sich ansieht, wo er ist und welchen Erfolg er jetzt schon hat, es ist ihm gegönnt, ne? Und ich sehe immer wieder, die Künstler, die besonders erfolgreich sind, die haben immer die Fähigkeit, mit Leidenschaft den Kontext ihrer Kunst zu vermitteln. Wenn man wirklich dafür brennt, wenn man sieht, der Künstler, der hat sich da nicht nur irgendwas aus dem Hut gezaubert, ah, eine neue Farbtechnik, oh, ich habe irgendwas auf Pinterest gesehen und ausprobiert, sondern das ist ein Prozess, das ist eine Form der Kommunikation, das ist was Wichtiges mit Werten und Idealen. Und dann ist es auch noch einfach verständlich. Transformation, den Mut haben, sich ins Unbekannte zu trauen, damit Veränderung möglich ist. Ja, das ist so simpel, so einfach, sogar für Kinder verständlich. Ja, braucht man halt ein Beispiel, damit man es versteht als Kind, meinetwegen. Aber im Großen und Ganzen sehe ich das immer wieder und vor allem auch bei dir, simpel kommunizieren, worum geht es, damit der Kunde versteht, ist das was für mich oder nicht. Natürlich wird man dadurch Menschen vergraulen. Natürlich werden Leute sagen, okay, das ist nichts für mich. Aber diejenigen, die sich darin wiedererkennen, die werden natürlich dann sagen, alles klar, erzähl mir mehr. Das ist für mich sehr, sehr interessant. Und so entstehen zum Beispiel auch, ja, nette Ausstellungen, wie zum Beispiel in dem Apfelshop, ne, den Apfelladen, den du jetzt dann auch bald haben wirst oder sogar bald hast jetzt. Naja, also das ist halt Tatsache, also so die Sachen entstehen und wenn man sich, ich verstehe auch den Michael sehr, weil ich bin auch mit den Lektionen noch nicht fertig. Ich gebe es zu. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist ja auch das, was ich halt Aber immer wieder. Das ist wichtig, dass man einfach so muss nicht einfach stur und dann muss ich einfach alles, sondern es ist etwas, es soll einem bereichern, soll einem dabei helfen, einfach sich weiterzuentwickeln. Und wenn Bedarf besteht, dann macht man die Lektion weiter und meinetwegen den Verkaufsbereich, wo es dann auch das Verkaufsskript gibt oder Kundenbindungsabläufe. Ja, wie mache ich das? Das sollte ja dann auch modular genutzt werden. Und deswegen finde ich das gut, wenn man dann einfach sagt, okay, jetzt bin ich hier, aber ich habe gemerkt, das sind Leute, die wollen meine Kunst. Dann macht es natürlich Sinn, dass ich mich um die Leute kümmere und jetzt nicht irgendwie großartig an meinem Website-Design rumschraube. Wenn ich eh schon Kunden habe, wenn ich die schon erreiche, dann lohnt es sich natürlich, sich eher um die zu kümmern. also ich habe gesehen, dass es halt, also die Module oder so, die Themen, die du ausgearbeitet hast, das ist unglaublich hilfreich. Und wie gesagt, am Anfang war das eine Überforderung für mich und dann später habe ich gemerkt, okay, ich gehe in die Praxis und ich nutze bewusst die Medien, die Social Media oder die Newsletter, die E-Mail-Marketing, Kontaktwege und so weiter. Ich nutze das alles, weil in erster Linie ist mein Projekt und das ist, ich habe ein Projekt und das braucht die Tools oder die Vermittler, dass es halt weiter sich entwickeln kann, dass es auch so diverse Sachen braucht, um sich weiterzuentwickeln. Das braucht die Menschen, das braucht die Materialien und so weiter. Und deswegen ist es unglaublich toll, einfach so eine Hilfe zu haben und dass man die Module geht und dass man in die Praxis geht und dann plötzlich kommen so Sachen, zum Beispiel wie die Ausstellung in einem Apfelladen. Also ich habe jetzt gerade zwei Ausstellungen. Heute ist die Eröffnung, die eine Eröffnung. Das ist auch eine schöne Geschichte. Das hat auch mit den Hasen zu tun. Und genau, heute, das ist, ja, das hat sich einfach so ergeben. Und dann kommt eine zweite Ausstellung, die kommt zu der Art Week Berlin. Und das ist auch mit der Mal, da kommt auch wieder ein schönes Konzept zum Thema Wasser. Das ist auch was ganz Tolles mit Wasser, mit dem Unterbewusst. Also da kommen immer wieder so die gleichen Themen. Wasser transformiert sich ja auch immer wieder, ne? Eis, Dampf und so weiter, ne? Ja. Da sieht man den roten Faden. Das ist gut. Ja, das ist immer so diese, also für mich ist das jetzt plötzlich eins. Ich habe den Standpunkt. Und daraus ergeben sich Sachen. Und jetzt plötzlich, es haben sich unglaublich viele Menschen gemeldet bei mir, jetzt wegen der Ausstellung, der eine oder der zweite. Ich habe neue Anfragen bekommen wegen neuen Projekten, die auch sehr interessant sind und die auch zu meiner künstlerischen Intention passen und die halt auch auf meinem Weg wieder eine Bereicherung werden. Und das. Es ist eine unglaubliche Freude und
die Lektion oder so das, was vor mir ist, das werde ich auch immer wieder nach und nach machen. Also ich hatte jetzt einfach eine unglaublich intensive Zeit, weil für mich ist mein Circle of Being, das ist ein Projekt, was auf Zeit basiert. Das bedeutet, die vier Jahreszeiten haben immer vier Elemente. Und das heißt, jetzt Sommer steht für Feuer und ich habe jetzt 3 Monate mit Feuer gearbeitet. Und aber in der Zeit haben sich auch 2 Ausstellungen ergeben. Und das heißt, in der intensiven Zeit kamen noch 2 zusätzliche und es war sehr schwierig. Und da hatte ich nicht die Zeit, einfach mich mit den Lektionen zu beschäftigen. Und deswegen freue ich mich unglaublich, weil es ist so viel passiert und viele Sachen habe ich einfach so aus dem Bauch heraus umgesetzt. Und jetzt bin ich gespannt, wie das aber so mit der Lektion zusammen funktioniert, was ich noch für die nächste Ausstellung, für die nächste Projekte verbessern kann, wie ich das Ganze noch optimieren kann. Und das Ganze ist ein ongoing und Geschichte, eine ongoing Geschichte. Und das, man lernt nie, das Leben ist ein Lernprozess. Und deswegen finde ich das wirklich ganz toll, dass man halt da die Theorie hat, aber auch in die Praxis geht und sich traut, Sachen zu tun und dann schauen, was sich daraus ergibt, was brauche ich. Ja. Ja, das Allerwichtigste ist wirklich, dass man den Kontakt hält mit Leuten, die sich für deine Kunst interessieren. Ja, mhm. Also das ist eigentlich so, wenn man jetzt so den Heiligen Gral anspricht des Marketings, hab einen guten Kontakt zu deinen Kunden. Na, also, wer hätte das gedacht? Na? Und da wären wir vielleicht auch schon beim nächsten Thema, Kundenbindung, Kundenkontakt. Was würdest du sagen, ist absolut wichtig beim Kundenkontakt, beim Umgang mit Kunden? Wie sollte man zum Beispiel auch Kunden willkommen heißen im eigenen Atelier? Da hast du bestimmt auch die eine oder andere Erfahrung, die du mit uns teilen kannst. Gibt es gewisse Dinge, die dir aufgefallen sind in deiner jahrzehntelangen Erfahrung mit Kunstkäufern, die du vielleicht an die Künstler und Künstlerinnen da draußen weitergeben kannst? Ich finde, es ist wichtig, authentisch zu bleiben und sich wohlzufühlen. Was bedeutet authentisch für dich, liebe Anna? Authentisch ist sagen, da, so wie es ist. Es gibt Sachen, die gut sind, es sind Sachen, die schwierig sind und das zu kommunizieren. Und es ist halt, wenn jemand in den Studio kommt oder so, es ist so und so ein Tag und manchmal geht es dir gut, manchmal geht es dir nicht so gut. Manchmal ist das ein gutes Gespräch, manchmal nicht. Und dass man einfach kommuniziert, dass man das Beste draus macht halt. Und authentisch ist einfach auch zu sagen, okay, ich bin hier in diesem Moment, das weiß ich nicht. Und nicht einfach Illusionen oder so Traumbilder zu zeichnen, sondern also ich finde, es ist sehr hilfreich, mit Fakten zu sprechen und mit Sachen, das und das passiert, weil das ist real, es ist immer schwierig, sich für die Menschen vorzustellen, wenn man sagt, das wird so und so und da passiert das und das und das. Das sind alles Worte, das sind einfach schöne Ideen, aber um das umzusetzen, es ist ein Prozess. Und wenn man halt so Bilder hat oder wenn man halt so Situationen hat und sagt, okay, schön, dass du da bist und wie geht es dir, woran hast du Interesse, dann kann ich dir ein Bild zeigen, was dir vielleicht auch gerade gefällt oder womit wir starten können und schauen, ob sich daraus ein Gespräch entwickelt halt, ob wir da so Verbindungen finden. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn jetzt du eine Sammlerin hast oder einen Sammler, der vielleicht schon öfter von dir gekauft hat und er kommt dann zu dir ins Atelier. Worauf gibst du da Acht? Was sind so wichtige Dinge, auf die du vielleicht dich vorbereitest oder die du im Hinterkopf behältst? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also es ist jetzt zur Zeit mit diesem Circle of Being, ich zeige immer das Neueste und dann aus diesen Neuesten entwickelt sich etwas, also dann kommen halt so Themen. Es war aber nicht immer so. Es ist halt früher, zum Beispiel, ich wollte immer etwas Tolles vorbereiten. Das heißt, ich habe oft einfach, wenn jemand gekommen ist, dann habe ich einfach so eine Serie von Bildern zusammengestellt und manchmal auch ziemlich viele. Und es war so, jemand ist gekommen, das hat einfach viele Bilder gesehen. Und ja, dann war mal einfach drin schon. Also so hatte da schon die ganze Serie vor sich oder so die ganze. Einmal habe ich sogar, da kam eine Sammlerin und ich wollte die, für die, das war so eine ganz besondere Sammlerin und dann wollte ich auch so etwas ganz Besonderes vorbereiten und habe auch so neben meinem Studio einen Raum genommen und da so eine Art von eine kleine Ausstellung gemacht und habe sie auch mitgenommen und habe auch die Bilder einfach wunderschön aufgehängt und sie kam, sie hatte also so wie eine kleine Ausstellung, ein schöner Raum, schöne, saubere Wände. Ja, wie man es sich vorstellt, ne? In gewisser Art und Weise. Und naja, aber es war irgendwie nicht so der Volltreffer, sagen wir mal. Die hatte ein ganz anderes Wunsch. Sie hatte den Wunsch, einfach in mein Studio zu kommen und mehr von dieser Entdeckungsreise zu haben. Und das war natürlich auch so eine große Erfahrung oder Lehre für mich, halt, dass man nicht zu viel an diese Perfektion geht und dass man auch die Menschen nicht überfordert, dass man halt wirklich authentisch ist und sagt, okay, ich arbeite gerade daran und wenn du auch ein spezielles Thema hast, dann kann ich das extra für dich vorbereiten. Aber es ist halt, es ist schwierig. Ich möchte das nicht mehr halt so alles oder diverse Sachen, weil es ist schwierig halt. Ja. Also geht es darum, dass die Kunden und die Sammler sich eigentlich nicht diesen diese gekünstelte Umgebung wünschen, in der alles clean ist, in der die Kunst einfach aufgehängt wird und präsentiert wird, was ja üblich ist in gewissen Galerien, natürlich, macht ja auch Sinn. Und ich glaube, wenn halt die Kunden zu dir persönlich kommen, dann wollen sie natürlich spüren und sehen, wie du arbeitest. Also. Ich glaube, das ist auch nicht so einfach zu sagen, weil in meinen künstlerischen Intentionen, da steht Transformation, auch die Erfahrung. Ich gehe immer in die Erfahrung und es ist eine Erfahrung, in dem Studio zu sein. Es ist eine Erfahrung, weil man ist da, wo Chaos herrscht oder wo man einfach ganz genau sieht, wie derjenige ist. Und jeder Künstler ist anders. Und ich besuche auch gerne Künstler und sehe auch, dass manche einfach unglaublich chaotisch sind, unglaublich viele Gegenstände um sich herum haben. Und das, aber die haben eine gewisse Ordnung in sich und funktioniert sehr gut. Es gibt aber Künstler, die super clean sind und da liegen die Stifte gerade. Und es ist auch alles okay, aber es ist halt, jeder ist anders und jeder hat da so eine Welt, eine Umgebung, die uns spiegelt auch und es geht letztendlich darum, dass man sich wohlfühlt und wenn da eine Person reinkommt, dann hat sie automatisch ein Erlebnis, da hat sie halt sieht viel mehr als nicht nur die Person, aber so wie die ist und das ist auch das Spannende, weil das ist ja so wie zu jemandem in eine Wohnung kommen, also jeder wird anders, manche leben einfach unglaublich minimalistisch und manche sind Vollsammler, die haben so viele Sachen und manche und das ist ja auch spannend. Es ist ja nicht nur die Person, die Kunst, aber das entsteht in diesem Zusammenhang und diese Umgebung und das ist ja das Spannende. Wenn du dich zurückerinnerst an deine bisherigen Kunden,
oder auch vielleicht Ateliersbesuche. Gibt es da so eine Geschichte, die besonders im Hinterkopf geblieben ist, die vielleicht ein bisschen überraschend war, vielleicht lustig oder vielleicht sogar furchteinflößend, weiß ich nicht. Irgendwas, was besonders aus der Reihe tanzt, eine gewisse Erfahrung. Gibt es da etwas, was du vielleicht teilen kannst mit den Künstlern und Künstlerinnen? Meinst du, ja, also zum Beispiel, ich hatte da so ein Erlebnis, das war, ja, also Studio-Visit, also man weiß ja nie, was passiert. So ist es. Und für mich ist es immer, alles fängt mit dem Wunsch an, ich hatte mal einen Wunsch, nach New York zu gehen, und zu diesem Zeitpunkt hatte ich aber nicht die Möglichkeiten und nicht das Budget, und habe im Studio gemalt und habe mir halt auch Musik oder aus New York gehört oder so, Radiosendungen, alles Mögliche. Das ist natürlich so viel in dem Kopf entstanden, also die ganze Visualisierung. Ich habe mich so gefühlt und da so Sachen gemalt und alles. Also die Visualisierung ist schon sehr wichtig. Und dann später hat mich eine Freundin angerufen und meinte: Hey Anna, ich gehe nach New York, magst du mitkommen? Und dann natürlich, das war noch verstärkt, dann war die Vision oder der Wunsch noch stärker. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde unglaublich gerne. Ich würde auch morgen ins Flugzeug steigen, aber wie soll ich es tun? Es ist gerade so und so. Und ja, dann war ich weiter im Studio, und dann irgendwann mal hat eine Freundin angerufen und meinte, ey Anna, bist du im Studio? Dann, ich hätte da jemanden für dich, und der würde gerne mitkommen und sich einfach deine Arbeiten anschauen, und der ist lustig, der ist gut drauf. Und dann, Tatsache, sind die gekommen zu mir und wir hatten ein wunderschönes Gespräch, und das war die Situation, die auch aus dem Unterbewusst entstanden ist. Also ich habe nichts vorbereitet. Ich wusste nicht, wer da kommt. Ich wusste nicht, was mir das bringt. Ich hatte auch keine Erwartung zu diesem Punkt. Ich wusste, sie bringt jemanden. Und ich habe mich nicht besonders vorbereitet. Das war so, ja, einfach aus dem Flow. Und dann kamen die beiden, also wir hatten ein tolles Gespräch. Und dann hat er sich immer mehr für meine Kunst interessiert, hat er sich auch so diverse Bilder angeschaut. Und es war alles ganz toll. Wir haben uns alle sehr gut verstanden. Es war ein super Moment, super. Super Zeit. Und dann später meinte der, okay, und ich würde gerne jetzt was kaufen. Und ich so, wow, das hätte ich jetzt nicht. Eine Überraschung für mich. Und er meinte, ja, aber ich würde gerne gleich mehr nehmen, weil es gefällt mir wirklich sehr gut. Und ich so, okay. Und innerlich natürlich so kam der Wunsch hoch und so, oh Anna, nein, das ist nicht wahr. Und dann Tatsache, er hat wirklich so mehr Bilder genommen und hat die gekauft, und ich könnte mir alles finanzieren. Ich könnte auch, es war wirklich ganz toll, und es hat mir auch gezeigt, wie wichtig es ist, einfach den Wunsch zu haben und dann einfach Gefühle zu entwickeln dazu und dann einfach dran zu glauben und im Vertrauen zu sein. Und wenn man so weit ist, dann passieren einfach Sachen, dann entstehen Sachen. Und hier in diesem Fall, ich musste nicht mal aus dem Studio raus. Es hat sich einfach so ergeben. Und das war auch in dieser Zeit, wo ich noch gar nicht so aktiv war online. Und ich fände, es ist wirklich, es ist wichtig, einfach selber die Klarheit zu haben, was ist mein Wunsch, was möchte ich, was brauche ich dazu oder was könnte ich dazu machen, und dann halt, ja, kommen die Überraschungen. Du hast angesprochen, Visualisierung. Ist das bei dir eine wichtige Komponente
Ja, weil du meinst, es ist jetzt ja Visualisierung, das war jetzt der Bereich, der dir dabei geholfen hat, jetzt so diese Reise nach New York zu manifestieren. Wie würdest du sagen, nutzt du das in anderen Bereichen? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das eine tägliche Komponente bei dir? Es ist eine tägliche Komponente und das hat auch so mit dem Circle of Being zu tun, weil ich sehe heutzutage, es gibt unglaublich viele Menschen, die halt nicht in der Balance sind. Wir sind einfach unglaublich herausgefordert. Es ständig kommt was Neues. Wir haben unglaublich viel Ungewissheit um uns herum. Und für mich ist die Visualisierung sehr wichtig. Und in meiner Malerei oder in der Serie mit den vier Elementen habe ich gemerkt, es ist etwas sehr Ursprüngliches, mit den Elementen zu arbeiten, weil die Elemente, die sind in der Natur, aber auch jeder besteht aus den Elementen, der Mensch besteht aus den Elementen. Und es ist auch immer die Frage, wo bin ich heute, wie fühle ich mich und was brauche ich? Und das war heute auch so mein Thema, weil ich wusste, wir haben heute Termin und ich habe mich sehr viel mit Thema Feuer beschäftigt die letzte Zeit. Das heißt, man ist wirklich Explosion und dann kommen Emotionen. Und heute ist auch ein Tag ganz besonders. Das ist die Ausstellungseröffnung. Ich weiß nicht, wie es wird, bla. Und ich habe mich für das Bild entschieden, weil das zum Thema Erde ist. Und mir war nach Erde heute. Das ist auch das erste Bild aus der Serie Circle of Being. Und ich habe mir sehr gewünscht, in dem Gespräch auch sehr ehrlich zu sein und stabil zu sein und nicht hier und her reden, vor sich reden, sondern auch den Faden zu folgen. Und ich hoffe, das ist mir gelungen. Ja, doch. Ich fühle mich auf jeden Fall ganz gut damit und das ist eine der Elemente. Und ja, also es ist halt einfach immer nur wichtig, wo bin ich und wo will ich hin. Also so sieht man ja dann auch wieder, welche Möglichkeiten sich ergeben mit Kunst, ne? Dass Kunst eigentlich einen Zustand erinnern kann, einen Prozess erinnern kann, wie eine Art Anker. Ja? Und das ist ja kein Hokuspokus, ne? Das wird ja genutzt auch in der Psychologie, das wird genutzt im High-Performance-Coaching, auch von Leistungssportlern, wo es darum geht, einen gewissen Zustand hervorzurufen durch gewisse Anker, ob es jetzt irgendwie eine Handbewegung ist oder sowas in der Richtung. Und dann haben wir da wirklich ein Kunstwerk, das eine Geschichte hat, wo du wirklich erstmal als Betrachter dich erstmal natürlich mit dem Künstler beschäftigst, natürlich dann auch mit dem Kunstwerk, dann der Kontakt hergestellt wird. Dieser Kontakt, dieser ganze Prozess natürlich auch wieder eine eigene Geschichte hat und man sich die Frage stellt, ist mir das wirklich so wichtig? Ist mir es so wichtig, dass ich mir ein Kunstwerk kaufe, das jetzt diese Geschichte in sich trägt? Bin ich bereit dafür, 5, 6, 7.000 auszugeben? Bin ich bereit, diesen Schritt zu gehen, ins Unbekannte zu gehen, um mich dann jeden Tag daran erinnern zu lassen, geerdet zu sein? Wenn man sich dann so ein Kunstwerk kauft, na, dann ist es ja ein Zeichen dafür, wofür man steht, was einem wichtig ist und welchen Zustand man halt für sich in seinem eigenen Leben halt auch kultivieren möchte. Und das ist spannend zu sehen, dass du deine eigene Kunst genau dafür nutzt, um dich selbst zu erden, weil da sieht man wieder, dass man selber natürlich auch dann eigentlich Kunst für sich selbst macht, selbst wenn man die eigene Intention verfolgt und die Kunst natürlich anderen Menschen widmet. In einer gewissen Art und Weise macht man dann doch primär Kunst für sich selbst, um sich selbst halt Klarheit und neue Perspektiven zu schaffen. Würdest du dem übereinstimmen oder noch was hinzufügen? Na, ich würde das übereinstimmen und ich sehe das auch so in meiner künstlerischen Entwicklung, dass halt die Kunst hat mir echt unglaublich geöffnet. Also am Anfang war ich sehr schüchtern und hatte unglaublich viele Blockaden. Es stand mir sehr oft mir selber im Wege und habe mich einfach unwohl mit mir selber gefühlt. Und die Kunst hat mir geholfen, auch mit den anderen Medien zu arbeiten, also durch die Fotografie oder durch die Zeichnung oder durch die andere Aktivitäten. Die hat mir einfach geholfen, auf
das zu kommen, was mich ausmacht, was mich glücklich macht. Und das hilft mir auch täglich, die Balance zu halten. Das hilft mir unglaublich in schwierigen Situationen, die Balance zu halten. Das ist jetzt bin ich selber der Experimenthase, sagen wir mal, oder der Experiment-Bunny, und ich teste das, wie das auch für mich funktioniert, und es funktioniert. Also ich sehe auch eine unglaubliche Veränderung bei mir, und deswegen kann ich das auch vertreten, weil es ist halt, früher war ich einfach sehr stark mit meiner Kunst verbunden. Es war sehr emotionale Bindung. Und da kam zu einem Punkt, wo ich mich getrennt habe, wo das einfach neben mir stand, und dann hatte ich einfach auch die Distanz. Dann plötzlich hat das angefangen, auch spielerisch zu sein. Plötzlich hat das auch, war das einfach nur der Grund, was mir neue Möglichkeiten gegeben hat. Experiment quasi. Ja, und es ist ja auch, das Leben ist auch ein Experiment. Also wir wissen nicht. Also das kann sich ändern. Also für mich, ich stehe für meine Kunst, und ich stehe für jede Periode, für alle Experimente, die ich gemacht habe, und bin glücklich, weil ich konnte daraus lernen. Es hat mir Wissen gebracht, es hat mir auch Erfahrung gebracht, es hat mir Wachstum gegeben, es hat mir sehr, sehr viel ermöglicht, und ich finde das sehr schön. Wir müssen da an der Stelle natürlich jetzt auch ein bisschen Werbung für dich machen, Anna. Na, es ist ja klar, wenn wir jetzt schon über dich und deine Kunst so sprechen, dann muss ich natürlich auch noch erwähnt haben, annakott.com. Aber das reicht natürlich nicht aus. Wir haben ja auch jetzt diese grandiose Veranstaltung, die heute beginnt, die Vernissage im Apfelladen. Heute ist nämlich der 4. September. Wir nehmen das am 4. September auf. Es wird wenige Tage später dann veröffentlicht, und zwar am Mittwoch. Das ist dann der 5., 6., 7., 8. September, bei dem das dann veröffentlicht wird. Aber zu dem Zeitpunkt ist natürlich auch noch die Veranstaltung offen. Man kann sich deine Kunst ansehen. Man kann vielleicht dich sogar dort treffen. Wo ist denn diese Veranstaltung in dem Apfelladen? Vielleicht kannst du die Adresse jetzt auch einfach mal durchgeben und wann man da hingehen kann und wie lange natürlich auch dieses Projekt, diese Veranstaltung läuft. Also die Veranstaltung ist in Schöneberg. Es ist in der Goldstraße, und das heißt eine Apfelgalerie. Das ist eigentlich keine Galerie, das ist ein Apfelladen, so wie du gesagt hast, und es ist auch ein Experiment für mich. Ich freue mich sehr, dass es stattfindet. Und der 8. wurde das veröffentlicht. Das wird auch zwischen zwei Ausstellungen, also dann wird die Bani-Ausstellung eröffnet. Und zur Art Week, da passiert auch eine neue Ausstellung. Und die findet statt in der Fasanenstraße, fast am Kudamm. Und die wird zum Thema Wasser. Und das sind jetzt die zwei aktuellen Veranstaltungen, die vor mir stehen. Okay, also Goldstraße, Schöneberg, haben wir den Apfelladen. Das kann man einfach mal googeln. Leute, seid klug, nutzt Google. Und dann haben wir natürlich hier die Fasanenstraße am Kudamm. Gibt es da vielleicht ein bisschen mehr Informationen dazu? Das ist die Art Week. Genau, das ist die Ausstellung, das ist ein Part von der Art Week, und die Ausstellung ist, das ist eine Location, das wird in einem Architektenstudio, das ist eine wunderschöne Location, und es geht in der Ausstellung auch um Wasser, um Architektur, um den Menschen. Und das wird alles, und um Berlin, um das Lokale halt. Du hast ja auch eine Fotografin mit dabei, glaube ich, oder? Die da Reflexionen im Wasser. Genau. Ich habe ja was zu sagen. Also das ist zum Beispiel hier zum Thema, kannst du sehen? Ja. Ja, so, es ist so die Einladungskarte quasi, der Prototyp. Und es ist Reichstag, und das habe ich halt als Spiegelung im Wasser
fotografiert und Ach, du dann. warst es. Ah, okay. Ich hatte in Erinnerung, dass es eine andere Künstlerin ist, die zusätzlich mit dir ausstellt. Ja, dann. Das war ich. Multidisziplinär. Anna ist multidisziplinär. Sie kann alles. Ja, das ist gut. Ja, aber die Fotos, die werden auch so bemalt. Also da kommt, da in dem Projekt ist auch Violett, also sehr präsent. Und Violett steht auch so für das Unterbewusste. Und auch Kreativität, ne? Ja, auch. Und ja, deswegen, das ist ja auch so bewusst gewählt, auch die Farbe was und halt das Thema. Und da ist auch eine Kuratorin gekommen, die halt auch Text schreibt und eine Co-Kuratorin. Also es ist unglaublich schön, wie sich das alles gerade entwickelt und ergibt und wie das wächst. Und das habe ich auch der Intention zu verdanken und dir zu verdanken. Gerne, gerne. Aber am Ende muss man es umsetzen. Ne? Ich kann Impulse geben, ich kann das eine oder andere erzählen, aber was man daraus macht, ist natürlich jedem Einzelnen geschuldet. Und man kann sagen, man kann sehen, man kann auch beobachten, dass du das sehr, sehr effektiv und auch erfolgreich umsetzt. Deswegen auch nochmal von mir lobende Worte. Ne? Ich finde das sehr, 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 sehr genial, was du da umsetzt. Und natürlich, wir haben noch ein Projekt, das du ja auch noch hast, und zwar hast du auch noch ein Buch geschrieben. Tja, die Anna hat so viel um die Ohren. Wann kommt das denn? Wann wird das denn veröffentlicht? Wo kann man mehr darüber erfahren? Werden die vielleicht sogar limitiert oder gibt es sie frei zugänglich? Wer bekommt die ersten Exemplare? Was wird man dort sehen? Erzähl uns mehr, Anna. Ja, also das Buch, das ist auch Teil der Circle of Being, und das Buch ist auf dem, ist halt entstanden auf diese Basis von den Banis, und ich habe halt die Serie von den Banis gemacht und dann später die Banis noch weiterentwickelt, und daraus ist ein Buch entstanden. Und das Buch besteht eigentlich aus all meinen Aktivitäten, aus all meinen Medien, das heißt aus der Zeichnung, Fotografie und Malerei. Und dazu habe ich einfach eine Geschichte geschrieben zu der Erfahrung, die ich hatte auch in Glastonbury. Und es geht um eine Transformationsgeschichte einer Frau. Und es geht darum, dass sie, die Hauptdarstellerin, die heißt Bani auch, und die hat ein stabiles Leben, die lebt ihre Stabilität, aber da ist etwas in ihr, was sie nicht happy macht, wo sie einfach sich mehr wünscht. Und dann plötzlich steht die vor der Entscheidung, die Stabilität zu verlassen, sich auf das Unbequeme, Unbekannte einzulassen. Und das tut sie auch. Und dann passieren Sachen, und zum Schluss findet sie einen Schatz oder findet sie das gewisse Etwas, und das findet sie in sich selber. Das findet sie nicht im Außen, was sie eigentlich gehofft hat, sondern sie findet das, was sie so lange gesucht hat, findet sie in sich. Und das sind die 22 Banis, und die Banis haben halt so bestimmte Eigenschaften und Bedeutung. Und das Buch ist ein wunderschönes Beispiel, weil ich habe es nicht geplant. Es ist einfach automatisch alles entstanden, und ich hatte nur die zwei Banis, und daraus haben sich immer so Sachen ergeben, bis plötzlich ein Buch entstanden ist. Das Buch wird erst Ende des Jahres wahrscheinlich fertig, und ich habe noch keinen Verlag, ich habe noch keine angeschrieben, weil es fehlen noch ein paar Bilder. Und die werden erst Ende Herbst fertig. Das heißt, danach kann ich mich kümmern, um das weiter nach außen zu bringen für das ganze Projekt. Und wahrscheinlich die ersten Bücher mache ich als limitierte Auflage, dass ich die einfach drucke und einfach mit den Menschen teile, die halt für mich wichtig sind und die mich auch seit langem begleiten. Und weil es ist etwas Besonderes. Das Buch heißt Are You the One? Und
es ist ja auch so die Frage, are you the one? Es geht um Entscheidung treffen, so den Bani, den Symbol Bani zu folgen. Traue ich mich das, traue ich mich nicht? Was passiert? Und es gibt viele Geschichten, die halt so sind und so wie die Alice in Wonderland oder Matrix. Ja, oder Matrix, da habe ich gerade an Matrix gedacht, ne? Neo, are you the one? Das ist genau das Spannende dabei. Du siehst, also ich muss jetzt unterbrechen, weil das ist für mich natürlich wieder spannend, das zu beleuchten, weil ich sehe ja, du schreibst ein Buch mit Bildern, mit Fotografien, die du extra entwickelt hast zu den Eigenschaften, die diese einzelnen Bunnies haben. Sei es jetzt Fruchtbarkeit, Wachstum, Neugier und so weiter. Und dann erzählst du eine Geschichte von einer Person, die ihre gewohnte Umgebung verlässt, ihre Routine verlässt, weil sie weiß, irgendwas stimmt nicht. Man möchte irgendwie ein bisschen Pfiff ins Leben bekommen, weil man ist für mehr gemacht. Und dann traut man sich den Sprung ins Unbekannte zu wagen. Ja, irgendwie ist es doch ein Playbook für deine potenziellen Kunden, um zu verstehen, worum geht es eigentlich in deiner Kunst. Das ist eigentlich so das Einstiegswerk, um überhaupt deine Kunst verstehen zu können. Und dadurch machst du das den Kunstkäufern natürlich unglaublich einfach zu verstehen, ist das für mich relevant oder nicht. Er kann sich in dieser Bilderwelt, in diesen Geschichten, in diesen Persönlichkeiten, in den Figuren halt wiedererkennen und hat dann natürlich die Möglichkeit, das dann auch weiterzugeben. Schau mal, was ich hier für ein Buch habe. Das heißt, man hat natürlich auch diesen Collectible-Charakter auch noch ein bisschen mit dabei. Grandios. Also kann ich nur sagen, es ist echt eine sehr gute Möglichkeit, um wirklich Menschen aufzuklären darüber, worum geht es mir, anstatt einfach irgendwie stotternd in der Ecke zu stehen und zu sagen, ich male. Ja, so, ich male das, ich male dies, ja, und was sonst noch, ne? Und dann kommt man so ein bisschen ins Stottern. Aber so hast du eine Geschichte, die zusammenhängt, zusammenpasst, ein authentischer Hintergrund, der das Ganze natürlich auch noch beleuchtet aus einer sehr persönlichen Perspektive mit deiner eigenen Geschichte in England. Ja, das wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Das ist einfach notwendig, ne? Weil ich sehe, das hat noch, das, da ist so viel Potenzial, da wird noch so viel entstehen, liebe Anna. Und ich bin sehr dankbar für dieses Gespräch, das wir führen konnten und ich führen durfte mit dir. Aber abschließend, und das ist immer so bei uns hier im Kunstverkaufen-Podcast und vor allem, wenn ich dann Künstler aus der Akademie interviewe, ich habe drei Fragen und drei abschließende Fragen, die ich immer stelle und ich würde sie dir gerne stellen, wenn ich darf. Sehr gerne. Alles klar, dann beginnen wir mit der ersten Frage und zwar, wie organisierst du dich selbst für deinen persönlichen Erfolg? Täglich oder wochentlich? Täglich, wöchentlich, jährlich, wie auch immer du das möchtest, aber ich denke auf Tagesform, Tagesroutinen, Wochenroutinen, ich glaube, das ist interessant für die Künstler und Künstlerinnen. Also für mich ist das, ich habe meinen Tag, also und in dem Tag sind die drei erste Stunden sehr wichtig für mich und das ist... Drei Stunden? Die erste drei Stunden, ich stehe früh auf und dann habe ich halt so Sport, Meditation und dann noch, ich schreibe, ja. Mhm. Und sind einfach unglaublich, das ist eine unglaublich wichtige Zeit, weil... da kommt einfach unglaublich viel noch aus dem Unterbewusst, also aus dem, ich stehe früh auf, das heißt, ich bin noch so halb nicht wach und dann gehe ich gleich ins Sport, mache wieder Krafttraining oder Joggen oder etwas, was mir einfach so die Balance bringt im Tag und dann entstehen Sachen im Kopf, dann genau, und das ist halt, da schöpfe ich auch Energie natürlich für den ganzen Körper und das tut mir gut. Mhm. Und dann draus entstehen noch weitere Sachen, dann halt Meditation, weil es mir unglaublich wichtig ist. Hast du eine besondere Meditation, die du machst? Ich habe keine besondere Meditation, ich habe diverse Meditationen gemacht und aber jetzt zum Schluss. Nein, also ich habe keine besondere Meditation, es ist ja je nachdem, doch ich habe da etwas, das kommt,
aus Kabbala und da habe ich etwas, ja, Orientierungspunkte, das ist mein Leitungsfaden. Und sonst, ich mache noch mein Beauty-Programm morgens, das macht mich happy. Und dann ist es auf jeden Fall so, dass ich so gegen 10 Uhr im Studio bin und schon arbeite. Ich bin jeden Tag im Studio und dann mache ich halt dann weiß ich, in diese Woche habe ich etwas zu schaffen und dann täglich zuerst mache ich die Prioritäten. Das ist sehr wichtig. Also, und dann später, je nachdem, worauf ich Lust habe. Genau, also es ist genau. In erster Linie es ist mir wichtig, dass ich mich wohlfühle, dass mir gut geht. Deswegen die 3 Stunden, dann später die Prioritäten und dann später halt, je nachdem, was da noch eventuell zu tun ist oder was sich da so ergibt. Und das funktioniert sehr gut. Also ich habe auch meistens, also ich habe meinen Jahresplan, was ich da erreichen möchte. Dann habe ich aber wöchentlichen Plan. Und dann ist das halt so, ich mag keine strenge Routine. Ich brauche immer Luft und Flexibilität, Leichtigkeit. Es bedeutet, dass ich mir einfach so einen Plan für die Woche schreibe und dann halt je nachdem gehe, was mir wichtig ist. Und es funktioniert sehr gut. Ich hatte diverse Sachen für mich da so getestet und das macht mir immer Freude, weil es ist halt nicht so streng. Da habe ich Spielraum. Mhm. Genau. Wie viel planst du denn wöchentlich vor? Wie kann man sich das vorstellen? Weil natürlich das Tagesgeschäft dazwischen kommt und welche Dinge, die man erledigen muss. Eindeutig oder wie streng planst du diese Dinge vor, auf die Woche gesehen? Sind es 2, 3 Dinge am Tag, die du wöchentlich vormachst, dass du sagst, okay, ich setze mich sonntags hin und dann habe ich so meinen Wochenplan, montags mache ich das, dienstags das, samstags das und das. Oder ist es eher die Wochenplanung eher für Termine oder wie kann man sich das vorstellen? Was machst du denn wöchentlich? Na, das ist ja so alles miteinander verbunden. Also jetzt diese Woche zum Beispiel, ich hatte die 2 Ausstellungen zuvor. Also war sehr extrem. Mhm. Und dann habe ich noch die Newsletter geschrieben. Also da war auf jeden Fall in erster Linie die Produktion, aber auch so die Kunden oder so die Menschen anschreiben, die da Interesse haben, dann halt Und wie sehr hältst du dich daran? Also wenn du sagst, ich habe meine Wochenplanung, ist es dann in Stein gemeißelt, muss es dann gemacht werden oder ist das sowas, wo du einfach nur grob dir einfach nur eine Richtung gibst? Nein, zum Beispiel, es ist halt so, nächste Woche habe ich wieder eine Ausstellung und dann brauche ich halt so jetzt die Drucke abzuholen, dann brauche ich die Leute anzuschreiben, dann brauche ich halt das zu machen. Also das ergibt sich von alleine. Es ist nicht so, dass ich sage, okay, diese Woche wird so und so und ich 3 Stunden, um am Computer zu sitzen, 3 Stunden im Studio zu sein. Und dann 3 Stunden, das funktioniert nicht. Also es ist halt, ich habe ein Ziel und das ist jetzt die Ausstellung und dann daraus ergeben sich Sachen, die ich erledigen muss. Und dass es halt auch funktioniert. Und dann zusätzlich habe ich natürlich so meinen Regulärplan. Das bedeutet, ich schreibe meine Newsletter, ich poste da auf Social Media. Also deine Routinen quasi, wo du sagst, freitags mache ich das und das. Genau. Ja. Interessant. Ja, das finde ich schön. Also ich muss auch sagen, ich habe einiges ausprobiert und auch, muss sagen, eher streng mit mir gewesen als nett. Und ich muss auch sagen, es ist so diese Balance aus strengen Routinen, die nicht verhandelbar sind, aber auf der anderen Seite den Raum, um halt auch einfach atmen zu können, um Dinge umzusetzen, die jetzt gerade sich ergeben. Ich möchte auch einen Tipp an die Künstler da draußen rausschicken. Wenn ihr euch eine To-Do-Liste macht,
Bitte, wenn ihr den ersten Punkt abgearbeitet habt, schaut euch bitte an, ob es Sinn macht, wirklich Punkt 2 zu machen oder ob wirklich was anderes jetzt wichtiger ist. Sehe ich immer wieder, dass Leute sich 5 Punkte aufschreiben und dann kommen was, wolle, ich muss das unbedingt fertig machen. Also, und dann fällt die Welt um sie herum zusammen, ne? Aber ist egal, ich muss diese 5 Punkte machen, auch egal, ob ich jetzt was Wichtiges zu tun hätte, das steht jetzt auf meiner Liste. Das ist natürlich nicht so hilfreich. Dass man da vielleicht auch sich so ein bisschen Vorbild dran nimmt, was jetzt auch die Anna angesprochen hat, dass man Raum zum Atmen hat und nicht zu streng ist mit seiner Zeitplanung, weil wir sind ja nicht Bill Gates oder so, ne, der halt in 5-Minuten-Takt seine Termine plant. Das ist natürlich eine ganz andere Umgebung. Aber wenn es um kreative Leistung geht, das kann man halt nicht forcieren. Ne? Man kann nicht sagen, okay, in dieser einen Stunde bin ich kreativ. Das ist halt ein Prozess, in dem man sich erst, auf den man sich erstmal einlässt und allein sich auf diesen Prozess einlassen, konzentriert mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, ist an sich schon ein Erfolg. Will ich schon mal an der Stelle erwähnt haben, weil viele sich so diesen Druck machen. Ich muss jetzt unbedingt großartige Arbeit leisten und dann konzentrieren sie sich nur auf das Ergebnis und versuchen es zu erzwingen. Und das ist natürlich etwas, das nur selten funktioniert. Ja, aber ich kenne das auch sehr gut, weil ich muss auch dazu sagen, also ich klinge vielleicht so entspannt, es bin ich auch, aber es ist halt, ich bin sehr streng mit mir und ich weiß, das und das ist zu machen und das schaffe ich auch und da tue ich auch alles, um das zu tun. Und ich kenne das aber sehr gut, dass man sich auch selber sehr viel Druck macht. Und ich hatte auch diverse Situationen in meinem Leben, wo es einfach, wo ich mir selber so viel Druck gemacht habe, dass ich mich im Kreis gedreht habe. Und da ging es gar nichts mehr. Das war so, das war auch nicht realistisch. Das war etwas Künstliches. Das war etwas, was einfach Quatsch war. Aber es ist eigentlich kein Quatsch. Also es ist halt, das alles ist in uns. Und wenn wir halt uns selber Druck machen, dann ist es, dann gibt es auch so zwei Sorten. Es gibt einmal den Druck, den wir brauchen, um nach vorne zu gehen, aber wenn der zu stark ist, dann passiert nichts. Dann Ja, macht entsteht. man genau das Gegenteil. Ja, Ne? haben wir auch das Gefühl, es kommt so viel Druck, es passiert so viel Druck von innen, dass man das Gefühl hat, okay, es lohnt sich überhaupt gar nicht mehr nach vorne zu gehen. Weil jeder Schritt, den ich gehe, ist halt falsch. Also das ist so diese Vorstellung, die man dann davon hat, wenn man sich neuen Aufgaben stellt oder neuen Herausforderungen. Deswegen vielen Dank auf jeden Fall für diese Antwort, Anna. Das war sehr, sehr erhellend. Und jetzt haben wir die zweite Frage. Und zwar, wenn du die 18-jährige Anna anrufen könntest, um ihr einen Ratschlag zu geben, welchen Ratschlag würdest du ihr denn geben? Was würdest du Liebe ihr sagen? Anna, du bist 18, du bist volljährig. Folge deinem Herzen, habe keine Angst, sammle die Erfahrung und es kommt schon alles richtig. Ja, das ist echt erstaunlich, ne? Das sagt irgendwie jeder, ne? Hab Vertrauen auf den Weg, dann wird das schon funktionieren. Das ist schön. Der dritte Punkt. Was ist deiner Meinung nach das Allerwichtigste bei der Selbstvermarktung als bildender Künstler oder Künstlerin? Bei der Selbstvermarktung. Ich finde das Wort sehr schön, weil das mit Selbst anfängt. Und es ist wichtig, sich selbst kennenzulernen und sich selbst zu trauen, Sachen zu tun, keine Angst zu haben, einfach tun. Und schauen, wo fühle ich mich gut, wo ist, was kann ich tun, um mich nach künstlerisch auszudrücken und ja, im Vertrauen zu bleiben. Einfach auch konsequent sein und schauen, was habe ich, was brauche ich, um auch vollständig als Künstler arbeiten zu können. Also da geht es fast schon mehr um das Thema Mindset, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Mindset ist unglaublich wichtig. Also es ist halt auch das, wo das Ganze entsteht. Und ich sehe auch da wo die Aufmerksamkeit geht, da passieren Sachen, da entstehen Sachen und da manifestiert sich etwas. Und gerade als Künstler, wir verbringen so viel Zeit bei den Werken, bei der Visualisierung.
Und es ist unglaublich wichtig, dass man halt so den Mindset hat und sich klar macht, okay, das ist es. Spannend. Anna, es war mir eine große Freude. Es war mir eine wirklich große Freude. Ich habe dieses Interview schon kommen sehen. Schon damals, als ich die ersten Gespräche mit dir geführt habe, habe ich mir gedacht, wenn das klappen wird, dann werde ich diese Frau interviewen. Das lasse ich mir nicht entgehen. Und es hat geklappt und ich bin echt glücklich über deinen Fortschritt. Ich beobachte das sehr, 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 sehr gerne. Es geht mir immer wieder das Herz auf, wenn ich sehe, was bei dir so vorangeht. Deswegen auch wieder noch mein Lob von mir. Es war mir eine große Freude. Dieses Interview war grandios. Ich denke, der Meinung sind auch viele andere da draußen. Wenn ihr auch dieser Meinung da draußen seid, dann schaut doch einfach mal vorbei auf Instagram. Unter @ikonenschmiede könnt ihr mir gerne Feedback geben. Aber natürlich auch der Anna. Unter Anna Kott mit Doppel-T Supernova. Da könnt ihr gerne auch mal schreiben. Ich denke, das hört sie dann auch gerne. Wenn ihr der Meinung seid, dass dieses Interview hilfreich war, dann schreibt ihr doch einfach mal vielleicht. Schickt ihr ein kleines Herzchen oder sowas. Ich denke, sie freut sich auch darüber. Wo können dich denn auch noch die Leute sonst noch finden? Hast du noch andere Social-Media-Kanäle oder eine Website? Wo können sich die Leute über dich erkundigen? Also ich habe meine Webseite, das ist meine Hauptplattform. Das ist www.anakott.com. Und dann benutze ich auch Social Media. Das bedeutet, ich bin auf Instagram aktiv. Da bin ich unter Anna Kotta Supernova mit den Bunnies, mit dem Circle of Pink. Und dann ist jetzt durch die Intention hat sich auch etwas Wunderschönes ergeben. Ich schneide einfach Videos mit meinen Werken. Und da habe ich auch einen Channel auf YouTube gegründet, das heißt Circle of Being. Und das sind auch meine ersten 3 Videos. Mhm. Und Facebook, da bin ich nicht so aktiv, aber es ist halt vor Ort alles auf meiner Webseite zu finden. Alles klar, alles klar. Also anakott.com und natürlich Anakott Supernova auf Instagram. Ich denke, das sind die wichtigsten. Dann kann man natürlich auch noch sich YouTube ansehen. Du hast ja eh schon viele Aufrufe auf YouTube. Das habe ich auch schon gesehen. Da habe ich mir gedacht, uiuiui, wo kommt das denn jetzt her? Ne? Nur 3 Videos. Ich habe ungefähr 100 Videos hochgeladen und im Schnitt 30 Aufrufe. Ne? So, dann denke ich mir, okay, was macht die Anna anders? Es ist halt so, das mit YouTube hat sich halt so ergeben, weil ich sehe, dass ich auf YouTube sehr viel lernen kann. Und das, so habe ich dich gefunden und so ist da einfach zum Beispiel, ich habe die Video angefangen und dann natürlich, wo lerne ich das? Also dann habe ich auf YouTube mir da so ein paar Menschen gefunden, die halt unglaublich gut erklären können. Und dann dachte ich mir, okay, eigentlich meine Plattform, wo die für die Education oder für die Weiterbildung, das ist YouTube. Und dann habe halt selber gemerkt, okay, ich möchte auf YouTube, aber wie mache ich das, dass das auch viele Menschen sehen und so. Und dann sind es wieder Menschen, die dir helfen. Also das irgendwie einfach sich ein bisschen schlau zu machen. Und ich bin unglaublich glücklich und happy, dass es bei meinem ersten Video, dass es nicht so lange online ist, da habe ich schon fast 400 Aufrufe, was sehr erfolgreich ist für YouTube. Mhm. Und ich bin ziemlich neu und ich mache das nicht so regelmäßig und nicht so wie du, dass da jede Woche etwas kommt, sondern je nachdem, jetzt kommt ein bisschen mehr. Aber es ist halt, in erster Linie mache ich es für mich und weil ich sehe, bei jedem Video kann ich was Neues lernen und das ist in erster Linie für das Projekt gedacht und ja. Da hört man auch noch mal einen Ratschlag raus, den ich gerne auch noch mal weitergeben möchte. Selbst ist der Mann, selbst ist die Frau. Deswegen, wenn man irgendwelche Probleme hat, dann sollte man nicht einfach nur da sitzen und sagen, ich kann das nicht, ich bin einfach nicht gemacht für diese technische Welt, ich bin kein Schriftsteller, ich bin Künstler oder Künstlerin, das sind alles Ausreden. Na, man kann alles lernen da draußen, das sind alles Dinge, die man umsetzen kann und Anna will noch was dazu sagen, ich habe schon gemerkt. Ja, ich würde sagen, es ist halt nicht diese, okay, wer bin ich, was mache ich, sondern es gibt ein Problem und es gibt eine Lösung. Und es ist halt, es ist gut, das Problem zu sehen, aber nicht zu viel Zeit mit dem Problem verbringen, sondern sich auf die Lösung zu konzentrieren. Ganz genau. Und dann,
Ja, dann passieren auch die Wunder, die auch der Anna passiert sind. Vielen, vielen Dank für das nette Gespräch, Anna. Es war mir eine große Freude. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Wir haben uns ja auch schon persönlich kennengelernt in Berlin. Da war ich in deinem wunderschönen Atelier, in deinem Studio. Es war eine sehr interessante Erfahrung, vor allem auch mit den neuen Werken, die jetzt auch Gerüche noch mit verarbeitet haben. Ich hatte das Gefühl, in eine Smoky Downtown Whiskey Bar einzutreten. Das war sehr schön. Das hat mir sehr gefallen. Also deswegen möchte ich dir nochmal danken, natürlich auch für deine Gastfreundschaft. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Das war mir eine große Freude. Und wenn du auch die Sache selbst in die Hand nehmen möchtest, dann geh einfach auf ikonenschmiede.de/akademie, lest dir das alles durch. Und wenn du das Gefühl hast, ja, das bin ich, der spricht meine Bedürfnisse und meine Probleme an, dann überleg dir, ob du uns beitreten möchtest, unserer wundervollen, ja, Community der Ikonenschmiede Akademie mit vielen Modulen, die dich Schritt für Schritt durchführen, durch alle notwendigen Dinge, die auf deinem Weg zur Selbstvermarktung notwendig sind, plus natürlich unsere Community, unser eigenes soziales Netzwerk, in dem du dich auch vernetzen kannst, mit zum Beispiel der Anna. Also wenn du vorbeischauen möchtest, ikonenschmiede.de/akademie, bewirb dich am besten auch heute, wenn es was für dich ist. Und wenn nicht, ist auch nicht schlecht, dann kannst du dir weiterhin einfach den Podcast anhören. Nochmal vielen Dank, Anna. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in 2 Wochen in der nächsten Episode. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss.